Wir sagen jetzt allen Leuten Hallo, auch denen, die online sind. Wir starten jetzt, deswegen stehen wir uns auch alle nach vorne. Naja, fast alle. Teilnehmer müssen das nicht. Ja, dann begrüße ich ganz herzlich zum Workshop Digitale Souveränität in der Bildungslandschaft, haben wir es, glaube ich, genannt, bei dem wir überlegen wollten, was für Perspektiven gibt es auf digitale Souveränität und wie können wir das vorantreiben? Und was für Aspekte sind vielleicht aus der Informatik-Sicht besonders wichtig oder vielleicht auch nur aus der Sicht von dem Orga-Team? Wir haben überlegt, dass wir mit einer Vorstellungsrunde starten und es wäre total cool, wenn wir jetzt nicht in den leeren, also wenn wir gucken jetzt die ganze Zeit dich an. wir wollten uns gegenseitig vorstellen, was wir für Erwartungen an den Workshop haben. Ich würde einfach mal, weil ich die Moderation übernehme, Nadine als Erste sich vorstellen lassen. Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Nadine. Ich bin Professorin für Didaktik der Informatik an der RWTH Aachen und bringe deswegen heute vor allen Dingen die informatische Perspektive. Also was müssen Kinder, Jugendliche und eigentlich auch Erwachsene an informatischen Kompetenzen haben, um sich eben digital souverän in der doch immer stärker digitalisierten Welt zu bewegen. Das ist so meine Perspektive. Ich bin gespannt, was wir heute gemeinsam diskutieren. Und dann gebe ich mal weiter an. Ich bin Birte, ich arbeite am Lehrstuhl für Lerntechnologien an der RWTH Aachen und habe vorher in der Didaktik der Informatik in Paderborn auch gearbeitet. Und meine Erwartung an den Workshop ist, dass ich vielleicht sogar auch was Neues von euch lerne. Ja, und ich mache die Runde komplett. Ich bin Matthias. Ich habe auch am Institut für Lerntechnologien promoviert, wo Birte noch aktiv ist. Bin jetzt aber seit 2,5 Jahren am Lehrerbildungszentrum der RWTH und habe da die wundervolle Aufgabe, ein Lehr-Lern-Labor für digitale Medien als Querschnittsthema der Lehramtsausbildung aufzubauen. Das heißt, auch wenn ich Informatik-Hintergrund habe, ist momentan bei mir die Anwenderperspektive doch stark im Vordergrund. Also wie kriegen wir digitale Medien didaktisch sinnvoll in die Schule? Dann haben wir zweimal die Perspektive Kita hier, die sich auch digitale Kompetenzen vom Anfang an wünschen. Und ich würde dich dann jetzt dir da auch einmal das Mikrofon geben. Ja, sonst ist man so die Stimme aus dem Off. Ah ja, genau. Ja, hallo, guten Morgen. Carina König, mein Name. Ich bin vom Digital Science Center der Universität Innsbruck. Ich bin also aus Österreich angereist. Und ich habe gar keinen informatischen Hintergrund und auch keinen Forschungshintergrund. Das muss ich direkt schon mal dazu sagen, weil ich bin Koordinatorin des Zentrums und deswegen bin ich im Prinzip Teamassistenz, Veranstaltungsorganisatorin und so weiter. Aber wir haben bei uns dann eben die Perspektive Hochschule vor allem, aber auch Gesellschaft. Wir haben einmal Kurse bei uns, das nennt sich Wahlpaket Digital Science für Studierende aller Fachrichtungen, um digitale Kompetenzen, digitale Methoden zu vermitteln. Und wir gehen eben auch raus in die Gesellschaft und versuchen dort die aktuell brennenden Themen, zuletzt war das KI, durch Vorträge und Veranstaltungen auch anschaulich zu vermitteln. Ja. Danke. Gut, dann vielleicht noch ganz kurz die Frage, was sind die Erwartungen an diesen Workshop? Ehrlich gesagt nicht so, noch nicht so richtig. ja, also ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich über verschiedene oder die aktuellen Entwicklungen austauscht und überlegt, wo man ansetzen kann, um Kompetenzen zu vermitteln und sich darüber auch auszutauschen, weil ich glaube, wir können irgendwie sehr viel voneinander lernen und jetzt nicht nur die Schüler von den Erwachsenen, sondern auch die Erwachsenen von den Schülern und den Kindern, weil die sind teilweise ja oft auch schon sehr früh dabei am Smartphone und so weiter und dass man irgendwie auf Augenhöhe kommuniziert, um dort in dieser auch sehr schnell wandelnden Welt, damit sich dort alle irgendwie zurechtfinden.
Dann fasse ich für euch nochmal zusammen. Wir sind bei einer Vorstellungsrunde, weil hier aktiv gearbeitet wird. Das heißt, ihr seid gefragt und dürft euch zwischendurch beteiligen. Wir drei sind Organisatoren. Da vorne ist Nadine Bergner, Professorin für Didaktik der Informatik. Wir haben Matthias Ehlenz, der jetzt am Lehrerbildungszentrum der RWTH Aachen arbeitet. Und ich arbeite am Institut für Lerntechnologien, auch in der RWTH Aachen. Und wir bringen, würde ich sagen, alle drei stark die Informatikperspektive ein. Überraschung auf der Konferenz, wer hätte das erwartet? Sind aber super interessiert, das von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und nicht nur aus der Informatikperspektive. Und ich würde euch das Mikrofon jetzt geben und dann dürft ihr euch auch vorstellen. Und falls ihr Erwartungen an den Workshop habt, dürft ihr auch nennen. Wir versuchen nämlich alle Erwartungen zu erfüllen. Ich muss beginnen. Zumindest hören, das ist gut. Ich bin Wesley. Wir beide sind von der Ernst-Aber-Hochschule in Jena. Mein Hintergrund ist tatsächlich ein pädagogischer. Ich bin Sozialpädagoge. Und dadurch, dass ich an der Hochschule viel Lehre mache, unter anderem jetzt auch zu digitaler Partizipation, habe ich mir gedacht, das klingt erstmal spannend. Deswegen schaue ich mir das an und bin relativ erwartungsoffen reingegangen. Deswegen gebe ich einfach weiter. Ich bin Lucy, ebenso von der Ernst-Aber-Hochschule. Ich habe keinen pädagogischen Hintergrund. Ich habe einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre. In dem Projekt, in dem wir aktuell arbeiten, geht es auch viel um Digital Literacy, an sich als großes Thema. Und ich bin auch recht erwartungsoffen jetzt hier dabei. Sehr gut. Dann würde ich unseren Online-Manager Matthias darum bitten, zu gucken, ob wir online dazu schalten können, dass die sich auch vorstellen. Es müsste schon funktionieren. Wir haben drei Teilnehmer online dabei. In meiner Liste steht die Frau Skupsch da ganz oben. Deswegen, wenn Sie sich kurz vorstellen wollen. Ja, hallo. Mein Name ist Christine Skupsch und ich bin Informatiklehrerin in Frankfurt an einer Schule, etwas erkältet. Von daher freue ich mich, dass das Hybrid ist. Und mich würde vor allem interessieren, wie Lehrkräfte befähigt werden, digitale Souveränität zu vermitteln. Es wäre schlauer, wenn Matthias das hätte. Alles klar, vielen Dank. Ja, das ist natürlich ein Thema, das mich auch brennend interessiert. Und ich denke, da werden wir in den Arbeitsphasen auch diese Perspektive beitragen können. Als nächstes in meiner Liste ist der Professor Dr. Fischer. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Herbert Fischer, mein Name, Professor für Wirtschaftsinformatik an der TH in Deckendorf. Ja, mich interessiert das Thema an und für sich schon aus Hochschullehrersicht sehr brennend. Denn es brechen ja immer mehr Lerntools mit in den Vorlesungskontext und Prüfungskontext. Und mich würden da Erfahrungen interessieren, die dazu führen, dass man die Studierenden stärker in die Eigenverantwortung, in das Eigenlernen bringt, also in eine digitale Souveränität begleitet. Super, vielen Dank. Dann Frau Professor Marie Bergmann. Mal gucken, ob das mit dem Ton klappt. Das klappt super. Kamera müsste jetzt auch sein. Wunderbar. Willkommen in meinem chaotischen Arbeitszimmer. Ich bekomme auch aus dem Lehrkontext und kann mich eigentlich der Antwort von oder der Fragestellung von gerade eben nur anschließen. Das ist das, was mich halt interessiert. Wie schaffe ich es, meine Studierenden als digital souveräne Menschen in ihr Leben zu entlassen? Alles klar. Vielen Dank. Dann gebe ich das Mikrofon zurück an Birte. Nadine macht jetzt ihre Kamera an, damit ihr auch online ein bisschen einen Einblick habt in den Raum und nicht nur hier vorne. Das ist gut.
Wir haben überlegt, dass wir anfangen wollen, erstmal verschiedene Perspektiven auf digitale Souveränität zu sammeln. Als das Workshop-Thema rauskam, habe ich erstmal eine genaue Definition von digitaler Souveränität nachgeguckt, weil ich gedacht habe, natürlich kann sich da jeder was drunter vorstellen. Aber witzigerweise hat mich die gleiche Frage getrieben, nämlich, wie soll ich meine Studis dafür überhaupt ready bekommen, wenn die bei uns rauskommen? Bei uns geht es im Institut für Lerntechnologien. Wir arbeiten ganz viel mit Lerndaten und da sind auch sensible Daten bei. Wir versuchen zu identifizieren, wann ein Student eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, aus dem Kurs rauszufallen. Also Students at Risk. Und denen muss ich das dann kommunizieren und ich muss das aus ihren Daten rauslesen und oder sie befähigen, das selbst aus ihren Daten zu lesen, dass sie vielleicht gerade nicht so gut performen, obwohl das spüren viele Studenten doch in ihrem Bauch, wenn sie ehrlich zu sich sind. Aber da sind so viele Daten, die Noten betreffen, die zu Bewertungen führen oder führen können, dass ich gerne möchte, dass sie am Anfang des Semesters, wenn bei mir Daten gesammelt werden, guten Gewissens sagen können, ich möchte, dass das gemacht wird oder ich möchte, dass das nicht gemacht wird. Und dann haben wir super interaktiv vorbereitet verschiedene Perspektiven, bei denen wir hoffentlich alle was beitragen können. Und die erste ist die Datenhoheit. Oh. Ich hoffe, das kann man jetzt online auch lesen. Was? Boah. Das kann man vielleicht nicht perfekt lesen, gleich benutze ich einen anderen Stift. Oder ich benutze ihn anders. Das ist ein wichtiges Thema für die digitale Souveränität, dass wir es schaffen in der Bildungslandschaft, das heißt in den Schulen. Es verlangsamt mich gut beim Vortrag, vielleicht ist das nett. Dass wir in den Schulen schaffen, dass sie die Kontrolle über die gesammelten Daten haben. An der Hochschule ist es meistens noch ein bisschen einfacher. Wir haben eigene Server laufen, das funktioniert prinzipiell, aber da sehe ich das größere Problem im Bereich Schule, dass die es schaffen, auch die Daten über Schülerinnen und Schüler selbst verwalten zu können und dazu befähigt werden. Ich stelle mal einmal alle Perspektiven vor und dann können wir über die einzelnen Perspektiven sprechen, wo uns selber der Zahn drückt. Ich hoffe, ich kriege überhaupt alle drauf, sonst machen wir vielleicht doch zwei Seiten. Zum einen einfach nicht einen ganz so dicken Stift. Das nächste ist die Unabhängigkeit von Anbietern. Da muss ich aus meiner eigenen Perspektive aus Paderborn noch, male ich hier eine Birne, denn jeder weiß, was es bedeutet. Wir haben mit iPads, mit einer Schule zusammengearbeitet und Sachen auf iPads zu bekommen, selber was dafür zu programmieren, mitzugestalten, möchte ich auch gerne einfach nie wieder machen. Das heißt, diese Unabhängigkeit von Anbietern finde ich wichtig, aber super schwierig, insbesondere weil Schulen ja auch nicht immer selber entscheiden können und auch Hochschulen vielleicht nicht, weil man das nehmen muss, was da ist. Was an Technik da ist, wird benutzt, muss benutzt werden und manchmal ist man nicht die Person, die die Entscheidung trifft. Dann würde ich sagen, ist das vielleicht ein bisschen das Lieblingsthema von uns dreien. Das sind ja vielleicht zwei Sachen, die nicht immer in der Hand von einem selbst liegen, aber diese digitale Kompetenz zu vermitteln, das ist etwas, wo wir als Lehrende dabei sind, wo wir anfassen können. Wir möchten, dass unsere Studis, unsere Schüler, unsere Lerner hinterher mit erhobenem Haupt aus dem Unterricht gehen und sagen, ich kann mich entscheiden, welche Daten ich teilen will. Ich weiß, wie ich mich in sozialen Medien zu bewegen habe.
Ich weiß, was es bedeutet, wenn ich KI benutze. Meine Digital Literacy super ausgeprägt. Und so haben wir am Ende hoffentlich Studis und Lernende, die wirklich was können und die digital souverän sind. Was dem aber nahe an der Datenhoheit auch noch ein bisschen im Weg steht, ist die Infrastruktur und Ausstattung. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu klein, aber ich versuche mit den Bildern nebenbei, dass man, auch wenn man es nicht ganz lesen kann, rausfindet, was ich sagen wollte. Die Infrastruktur, die verschiedene Anbieter, verschiedene Schulen, Schule, Netzwerk, vielleicht Uni, alle miteinander verbindet. Auch die muss sicher sein. Die Infrastruktur muss robust sein, damit wir digital mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten können. Wir brauchen geeignete Softwarelösungen. Das trifft sich vielleicht, springe ich zwei Punkte, mit Partnerschaften und Kooperationen. Das ist ein Punkt, der tatsächlich schwierig ist, finde ich. So wie ich erzählt habe, wir haben versucht, mit einer Schule zusammenzuarbeiten, die Apple benutzt hat und diese Kooperation um etwas Neues, das Thema war übrigens auch unter anderem KI, um dieses Thema zu verfolgen. Brauchten wir sichere Wege, um Sachen zueinander zu übertragen. Und unsere Lösung war, dass eine riesige Kiste iPads in Berlin gepackt worden ist, um sie nach Paderborn zu verschicken, damit wir Sachen auf die iPads machen. Dann haben wir es zurückgeschickt, dann hat da irgendwas nicht funktioniert. Dann haben sie die iPads wieder einzeln zu uns zurückgeschickt. Und an dieser Stelle fehlte die Infrastruktur für eine gute Partnerschaft bzw. eine gute Kooperation zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen. Dann gibt es noch den Aspekt, den ich schwierig finde und wo wir wahrscheinlich alle noch viel tun müssen, Ethik und soziale Aspekte. Wir müssen den Schülerinnen und Schülern, den Studierenden beibringen, informierte Entscheidungen zu treffen, die manchmal vielleicht nicht nur sich selbst betreffen, sondern auch andere Personen, ethische Fragestellungen. Und dafür müssen wir ihnen auch das Handwerkszeug an die Hand geben. Und als letzte Perspektive, die wir jetzt mitbringen wollten, haben wir bildungspolitische Rahmenbedingungen. Wie ich vielleicht schon angedeutet habe, sind manche Sachen nicht perfekt in unserer Hand und deswegen glaube ich, ist es für digitale Souveränität auch wichtig zu bedenken, nicht wem müssen wir die Verantwortung geben, aber wer ist vielleicht unser Ansprechpartner, wenn wir Dinge im größeren Maßstab bewegen möchten. Und das ist die Politik. So, das sind die verschiedenen Aspekte, die wir einbringen wollten und wo wir hoffen, dass wir, jetzt haben wir nicht so viele Teilnehmer, aber hatten die Hoffnung, Best Practice zu sammeln, so ein bisschen, was haben wir auch mitgebracht. Aber ich würde es jetzt erstmal öffnen zu Erfahrungen, Ideen, Gedanken, Fragen, die wir ergänzen können, wenn ich genug Platz gelassen habe oder die wir online zur Not ergänzen. Ja,
Vielleicht einfach als erstes, wenn man so die Perspektiven sieht. Ich hoffe, online sieht man sie auch, sonst müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, was geht euch durch den Kopf? Was bewegt euch am meisten? Worüber würdet ihr gerne diskutieren? Worüber habt ihr vielleicht bei euch am Standort schon diskutiert und vielleicht auch Lösungen hier mit uns teilen könnt? Oder einfach auch Fragen? Also ich komme aus dem Behördenkontext. Das heißt, wir sind von der Infrastruktur sehr stark gebunden. Das heißt, wir kriegen das alles gestellt. Das ist also um sichere Kommunikation und sichere Übertragungswege, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir können uns auch gar keine Gedanken über Unabhängigkeit von Anbietern machen. Das kriegen wir alles vorgegeben. Ich finde es wirklich schwierig, in so einem strikten Kontext aber den Studierenden zu vermitteln, was halt wirklich das heißt, kompetent mit seinen eigenen Daten umzugehen. Man kann viele Beispiele mit denen durchsprechen, wir haben auch ganz viele Juristen, die das dann mit denen machen und durchgehen und irgendwelche Paragraphen, aber was bedeutet das für die? Weil dann habe ich die da sitzen, die haben ihr privates Telefon dabei, natürlich sind die ganze Zeit bei WhatsApp am Schreiben und TikTok-Videos und irgendwas zu machen und ich denke mir nur die ganze Zeit, ihr habt es nicht verstanden. Also wie kriegt man, also ich kriege den, also die beschweren sich ja auch darüber, wie das halt läuft, wie starr das ist und könnte das nicht alles ein bisschen lockerer sein? Ich bin eher noch so in dieser hilflosen Phase, wie könnte man das machen? Ich glaube, davon können wir ganz viel, ganz gut nachvollziehen. Also ich glaube, es sind für mich so ein bisschen zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir in Deutschland schon eine spezielle Sicht auf Datenschutz haben, wenn man sich jetzt so mit anderen Ländern vergleicht. Und deswegen, dass bei uns im Bildungssystem, und damit meine ich jetzt Schule, Hochschule, alles zusammen, wir andere Hürden uns manchmal setzen, aus guten Gründen, gar keine Frage. Aber dass eine offene Diskussion sein muss, weil natürlich wirklich die Menschen privat ganz anders agieren, als wir das dann auf dem Öffentlichen. Also zum Beispiel wird in Deutschland ja über die Bund-ID oder andere digitale staatliche Dienste extrem kritisch diskutiert, aber alle sind auf WhatsApp und Instagram oder TikTok oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema für die Studierenden. Wie gibt es da eine Trennung zwischen dem, was sie beruflich oder universitär, hochschulseitig zulassen und dem, was sie privat, vielleicht ohne es zu hinterfragen, nutzen? Und das ist bei Schülerinnen natürlich noch schwieriger, weil die natürlich auch noch in einer Altersspanne sind, wo sie es manchmal gar nicht dürfen, die Entscheidung treffen. Wie macht ihr das denn an euren Standorten? Also wahrscheinlich arbeiten alle mit Lernenden mit eigener Technik oder ist irgendwas gestellt? Also jeder Lernende entscheidet selbst. Ja, also es gibt bei uns natürlich Computerräume, da ist es natürlich dann von der Uni gestellt, aber sonst, soweit ich weiß, haben die ihre eigenen Laptops und ihre eigenen, ja, was auch immer sie dann da nutzen, Windows, Linux, Apple. Und von der Softwareseite her, also bei uns an der RWTH, gab es jetzt letztens einen sehr unschönen Fall, der auf die Chatsysteme, also der ein kritisches Licht auf die Chatsysteme geworfen hat, weil doch in vielen Untergruppen dann entweder WhatsApp oder Telegram oder was auch immer benutzt wurde. Und das somit dann natürlich nicht mehr auch von der Universität gehandelt werden kann. Habt ihr da Lösungen, gerade für dieses Chat-Problem? Auch eher dann die kommerziellen, aber die... Wir haben tatsächlich ein Chat-System an der Uni Innsbruck, Matrix Element, das ist Open Source. Aber ich kann nicht sagen, wie das angenommen wird von Studierenden, denn auch bei den Mitarbeitenden ist die Annahmequote schon sehr gering. Also bei uns im Team, wir sind halt... Wir haben viele digital affine Leute bei uns, die benutzen das oder bei uns benutzen das fast alle. Aber ich habe versucht, so einen Raum aufzusetzen, weil wir teilen uns den Flur mit zwei anderen Instituten, um zu versuchen, so einen Raum für alle Mitarbeitenden aufzusetzen, wo dann alle von dem Flur vertreten sind. Ich weiß nicht, aus den anderen Instituten sind vielleicht ein, zwei Leute da drin und die gucken noch nicht mehr regelmäßig rein. Also schon bei den Mitarbeitenden wird es nicht wirklich. Kommt das nicht richtig an, wenn sie nicht wirklich irgendwie am Institut für Informatik oder so eben beschäftigt sind. Und ich befürchte, bei den Studierenden wird das auch nicht so sein, aber das kann ich nicht sagen. Was natürlich schon versucht wird, ist, dass innerhalb von diesen Lernumgebungen, also wir haben OLAT, dass unsere Lehrenden versuchen auch da die Diskussionen im Forum zu forcieren. Gerade auch, wenn es um Fragen geht, die alle betreffen, weil dann heißt es halt, ja, also es wird nur beantwortet, wenn es im Forum steht, einzelne E-Mails bringen halt nichts.
man muss dahin erziehen, auf jeden Fall. Aber ja, trotzdem kann es natürlich sein, dass es, wenn es dann Projektarbeiten gibt, dass die sich dann über WhatsApp oder Telegram oder so privat noch austauschen. Und das können wir natürlich nicht kontrollieren. Und da kann ich jetzt nicht sagen, wie da die Verteilung ist. Ja. Aber das ist spannend. Also ich war vorher an der TU Dresden 4,5 Jahre und da haben wir während Corona Matrix Element aufgesetzt. Und das lief für uns in der Informatik total super. Also wir hatten wirklich zu jeder Lehrveranstaltung dann so einen eigenen Chatraum, wo die Leute die Fragen stellen konnten, wo die sich auch einfach einen Übungspartner suchen konnten oder ähnliches. Und jetzt zurück an die RWTH, war nicht so technisch, ne, so, aber leider nichts. Leider wirklich gar nichts. Wir sind jetzt im Moment auf Microsoft Teams. Aber da würde ich sagen, aus meiner Sicht, ich bin ja jetzt quasi länger als Nadine an der RWTH oder diesen Anfang von Teams haben wir gesehen und der war so schleppend, dass es ja quasi schon halb wieder abgeschafft worden ist. weil die Studis das nicht benutzt haben. Ich hatte einen Studenten, der darüber mit mir geschrieben hat und alle anderen haben doch E-Mails geschrieben oder sich doch anders verhalten oder lieber interne oder gefragt, können wir nicht doch ausnahmsweise für die Master-Bachelorarbeit über WhatsApp schreiben, was ich verhindert habe, aber ja. Also ich muss sagen, mit den Studis, mit denen ich so engen Kontakt habe, also die entweder als Hiwi bei mir arbeiten oder die halt eine Abschlussarbeit schreiben, da klappt das schon gut, weil die sind einfach gezwungen, die wissen, dass es von ihnen erwartet wird, aber wir haben auch versucht ich bin vor allen Dingen fürs Lehramt Informatik zuständig, mit allen Lehramt Informatik-Studis so einen Raum aufzumachen, um, ja, ich sag mal, ein bisschen inoffizieller, ne? Nicht immer diese offizielle Mail, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, also dass noch nicht mal 10% der Studierenden sind da reingekommen, trotz mehrfacher Erinnerungen. Das sind dann doch die schon vorher existierenden, eher privaten Kommunikationswege überwiegend, ja. Wir in Jena sind spezialisiert auf Insellösungen. Wir haben für den Fachbereich Sozialwesen an der Hochschule das StudIP, das ja auch eine Semi-Open-Source-Lösung ist, wo viel Kommunikation läuft. Aber alle anderen Fachbereiche haben das halt nicht. Mhm. So, das heißt, wir haben halt für uns unsere kleine Lösung, sollte man aber dann irgendwie doch mal ein Studium Integrale mit mehreren Fachbereichen Lehrveranstaltungen haben, läuft man in Probleme, weil dann funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Haben die anderen das nicht, weil sie es nicht dürfen oder es wird für alle angeboten und ihr seid die Einzigen, die es nutzen? Es ist historisch so gewachsen, dass Sozialwesen da seinen eigenen Kurs fährt, weil die anderen Fachbereiche sind halt Ingenieurs, Fachbereiche technischer Natur etc. Und die haben andere Lösungen einfach für sich gefunden. So, aber gleichzeitig, wir kennen es bei uns, gerade wenn es um transdisziplinäre, interdisziplinäre Wissenschaftskommunikation geht. Wir haben lange auch Teams verwendet. Und das ist im Grunde mehr oder weniger von heute auf morgen abgeschaltet worden. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir dann noch unsere Daten von A nach B über sichere Kanäle bewegen. Ja, ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, die ich nicht gut schaffe, auf das Flipchart zu bringen, aber die ich sehe, wir sind aus dem normalen Leben so viel Komfort gewohnt, dass wir nicht bereit sind oder die Studis auch nicht bereit sind, in diesem halb privaten Umfeld, dass wir studieren gemeinsam, darauf zu verzichten. Und wenn wir eine Lösung anbieten, die am Computer gut funktioniert, aber auf dem Handy nicht, dann wird die einfach nicht so gut angenommen. Wir müssen irgendwas finden, was auf den verschiedenen, was auf Apple, was auf Android, was auf allem gut funktioniert, auch am Laptop, und sich gut skalieren lässt. Ich glaube, sonst finden wir nie eine Lösung, die sich durchsetzt. Das war bei uns auch das Problem mit den Foren. Das ist so abgeflaut. Irgendwie, da gucken die gefühlt so einmal im Monat rein, stellen vielleicht eine Frage oder warten die Antwort ab. Aber das war bei uns nie, dass da eine Kommunikation. Dann hatten wir halt gefragt. Und eins der Gründe war einfach, dass das nicht als App, nicht mit Push-Nachrichten, sondern man muss sich aktiv in das Learning-Management-System, bei uns ist das Moodle, einloggen, dann da seine Nachrichten abzurufen, und dann vergisst man es wochenlang. Ja, vor allem, wenn eine Nachricht kommt, kommt die dann eben ins E-Mail-Postfach, und ich glaube, auch E-Mails werden halt einfach nicht mehr so viel gecheckt von den Studierenden. Das ist einfach nicht mehr die Kommunikation, mit der sie umgehen können. Festhalten kann, ohne Überkleber. Ich bin ja im schulischen Kontext aktiv.
und habe in der Regel oder viele der Schülerinnen und Schüler sind noch nicht volljährig. Also von daher muss ich gucken, dass ich Tools verwende, die vom Datenschutz her in Ordnung sind. Und es gibt zum einen dieses hessische Schulportal, auf dem für alle Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte das digitale Klassenbuch quasi verortet ist, also wo alles dokumentiert wird, was im Unterricht läuft und das entsprechend Datenschutz genügen muss. Aber ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist das datenschutzkonforme Pendant zu Padlet. Weil mir geht es vor allem darum, dass ich eine Transparenz habe. Also ich habe im Juni so ein Projekt gemacht in einer 10. Klasse. Mama, hier steht es mir. Ich bin 16 Jahre alt und habe das genannt, digitale Souveränität. Wir haben erst geklärt, was bedeutet dieser Begriff, was heißt das für mich. Und dann hatten sie den Auftrag, einzeln anderen Menschen digitale Souveränität weiterzugeben. Und da habe ich von Canva den Education-Zugang, sodass jeder darüber ein Plakat erstellen konnte. Und die Ergebnisse habe ich dann in einer Taskcard einzeln pro Schüler anzeigen lassen, damit alle gleichzeitig einen Blick darauf haben, was haben die anderen gemacht. Also ich finde, in diesem Punkt ist es andererseits ganz wichtig, dass man einen Überblick hat, was wird denn gemacht, ja, und dass man auch sich Anregungen holt von den anderen, die im Kurs sind. Spannend, dass du da schon so explizit ein Projekt zugemacht hast. Was hast du so für Erfahrungen gemacht? Also wenn du sagst, ungefähr 16-Jährige, was ist denn das, was die so bewegt? Also hinterfragen die zum Beispiel so den Datenschutz, wie wir das vielleicht hoffen, erwarten? Oder haben die ganz andere Sachen, die sie bei dem Thema bewegen? Also Datenschutz spielt für sie, glaube ich, nicht so eine Rolle. Ich habe halt gesagt, überlegt euch, wie euch das vermitteln. Also die eine Schülerin hat auf einer Familienfete ihren beiden Tanten erklärt, wie man die Fotos auf WhatsApp besser sortieren kann. Ja? Mhm. Ein Schüler hat seinen Kindern im Verein, also im Fußballverein, erklärt, wie sie ihre Bilder dort hochladen. Aber man muss natürlich darauf hinweisen, dass es dann im Internet ist, also wenn sie es auf der Vereinsseite hochladen. Ja. Also sie waren da ganz kreativ, auf andere zuzugehen und ihnen zu vermitteln, so und so kannst du mit deinen Daten umgehen. Aber das muss ich auch sagen, das Bewusstsein ist bei vielen gar nicht so da, von wegen alles, was ich im Internet stelle, ist ja dann öffentlich. Deswegen sage ich immer, seid vorsichtig von wegen Fotos, ihr braucht grundsätzlich die Genehmigung, ja, der Person. In Paderborn haben wir auch ein interessantes Projekt begleitet, was auch mit Schülerinnen und Schülern waren, was ein bisschen ähnlich war. Es gab eine Datenspende, ich glaube, es ist ein Politiker, der auch im Chaos Computer Club war, ich weiß nicht mehr genau wer. Der hat seine letzten Standortdaten von Google über, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre geteilt. Und die Aufgabe war dann als Datendetektive für die Schülerinnen und Schüler rauszufinden über diesen Menschen, was sie können mit nur den Standortdaten. Und ehrlich, es ist gruselig, was man darüber alles rausfinden kann. Man kann rausfinden, wo welche Events sind. Damit kann man sehr schnell rausfinden, eine Gruppe von Leuten, wie die zusammenkommen, wer das am Ende war. Das heißt, Google weiß durch die Standortdaten, die viele halt dauerhaft anhaben, super viel. Natürlich ist es einfach, wenn man sein Handy rauszieht und sagt, wo ist das nächste Restaurant? Aber was am Ende alles darüber geschlossen werden kann, das ist besonders spannend. Und Carsten Schulte hatte zudem noch eine witzige Anekdote. Genau diese Standortdaten sind auch schon, sowas Ähnliches ist auch schon von wem anders mal gespendet worden. Und an einer Stelle, wo der für die Arbeit oder für die Bäckerei oft war,
ist Jahre später ein Ort des Rotlichtviertels eröffnet worden, woraufhin dann natürlich alle, die diese Rückhistorie nicht hatten, geschlossen haben, dass er viele Besuche morgens kurz im Rotlichtviertel hatte, wo man gar nicht weiß, was das für Auswirkungen hat, wenn man diese Daten über so einen langen Zeitraum im Internet hat und ob wirklich die Recherche von denjenigen Systemen, KI-Systemen, dann so gut ist, die ein, das versuche ich meiner Mama auch mal beizubringen, es geht eigentlich nicht um sich selbst an vielen Stellen. Mama sagt sich, warum soll ich meine Handydaten nicht teilen? Für mich ist es super praktisch. Und was wollen Sie damit? Wissen, wo ich bin. Aber ich finde, das ist so schwer zu vermitteln, zu sagen, ja, aber wenn wir dann die Daten von ganz vielen Leuten haben, dann können wir so viel über die rausfinden. Und wollen wir überhaupt, dass das für Firmen möglich ist? Wollen wir, dass das alle Kinder, die iPads in der Schule haben, dass wir über Jahre hinweg herausfinden, wo Lernschwierigkeiten sind, wo die nicht sind. Wenn man es für den guten Zweck verwenden würde, nur wäre das natürlich praktisch. Aber können wir das garantieren? Vermutlich nicht. Also ich finde das Projekt super spannend. Ich würde sagen, das könnte man total gut noch ausbauen. Und eigentlich müssten wir das auch mit Studis. Das Problem ist, in welchem Curriculum hat man für Studierende auf Hochschulebene Platz für sowas? Das würde mich auch interessieren. Gibt es das bei euch so als eigenes Modul oder als Wahlpflichtveranstaltung, dass sie sich so explizit mit dem Thema beschäftigen? Oder so, was ist manchmal so Informatik und Gesellschaft oder sowas gibt es manchmal Veranstaltungen? Nee, gar nicht. Also wir haben bei uns Digital Science Center eben dieses Wahlpaket Digital Science, wo wir ein Modul haben, also das ist also aufgebaut, man hat erst Einführungskurse in der Programmierung, dann Datenmanagement, dann Datenanalyse und dann Aspekte der Digitalisierung, wo es ganz unterschiedliche Kurse gibt und da haben wir auch einen Kurs zum Thema wirtschaftliche, ethische und rechtliche Aspekte der Digitalisierung, also da könnte sowas schon auch reinpassen. Die genauen Inhalte kenne ich jetzt eben nicht, weil ich selber nicht lehre. Und was es jetzt in Österreich neu gibt, und ich weiß nicht genau, inwiefern es das auch in Deutschland gibt, für das Lehramt gibt es jetzt so ein Modul oder so ein Kurs Digitale Grundbildung. Also alle Lehramtsstudierenden müssen da so einen Kurs besuchen. Ich weiß, dass es da eine große Kontroverse gab, weil da dann noch wohl wieder sehr von bestimmten Anbietern in eine bestimmte Richtung gedrängt werden sollte. Und es dann irgendwann hieß, also das ist jetzt eigentlich ein Microsoft Office-Lernkurs oder so, aber ich glaube, das hat sich jetzt wieder so ein bisschen gedreht, aber das wird jetzt ganz, also relativ neu eingeführt, mal gucken, wie es dann läuft, aber da zumindest für die Lehramtsausbildung, denke ich, kann man sowas schon auch verankern. Das ist spannend, also an der TU Dresden gab es das tatsächlich auch, beziehungsweise in Sachsen, Ländersache, Lehramtsausbildung auch, da heißt es nur Medienbildung, das Modul, aber ist praktisch so ein bisschen das Gleiche und ich hatte da auch die Chance, dann ein bisschen informatische Bildung damit reinzubekommen. Weil für uns, also aus meiner Perspektive, ist immer das Wichtige, dass wir bei diesem Thema zum Beispiel Fotos teilen im Internet auch diese technischen Hintergründe verstehen. Und wir sagen immer so, das Internet vergisst nie, aber was heißt das eigentlich? Und so vermitteln wir mal Kinder und Jugendlichen nur so, wir sagen mal, diese Zeigefingerpädagogik. Ne? Das darfst du nicht, das darfst du nicht und das ist gefährlich, aber eigentlich verstehen sie nicht, warum es gefährlich ist. Und das ist so unsere Perspektive aus der Informatikdidaktik, dass wir sagen, man muss halt die Hintergründe zumindest so weit als Basis verstehen, damit man versteht, warum vergisst denn das Internet? Ich kann ja löschen. Ich kann natürlich meinen Instagram-Post wieder löschen, aber warum kann der eben trotzdem noch weiter kursieren? Wie funktioniert das technisch? Spannend, ja. Aber in Aachen gibt es sowas in der Form leider nicht, also in NRW. Ist das bei den anderen mit den Modulen? Hatte sich jemand eben geräuspert? Ja, ich möchte mich da auch mal mit einklinken. Konnte die letzten Minuten nicht sprechen, weil ich ein anderes Gespräch im Raum hatte. Ich finde den letzten Aspekt, der gerade besprochen worden ist, ganz spannend und möchte daran anschließen. Denn für mich als Hochschullehrer ist immer das Thema digitale Souveränität mit persönlicher oder Wissenssouveränität verbunden. Rein nur digitale Kenntnisse zu vermitteln und auszuprobieren und Tools auszuprobieren, ist für mich, ich will nicht sagen Nebensache, aber das ist nur Mittel zum Zweck. Ich bin Informatiker. Sondern es geht immer,
um eine Lösung zu finden, um gemeinsame Teams zu organisieren, da solche Mittel, solche Tools einzusetzen, und zwar unter dem Wissen, ob es mir hilft, ein bestimmtes Wissensziel zu erreichen. Das hat für mich sehr viel damit zu tun, dass man erst einmal das Ganze nicht digital bedenkt, sondern einfach ja, von der Aufgabenstellung, von der Problemstellung, von der Problemanalyse und durchaus höchst gut digital das Ganze zu besprechen, möglicherweise schon mit Hilfsmitteln. Beispiel, gerade am Wochenende habe ich meine Online-Veranstaltung gehabt. Ich musste die aufgrund eines Bandscheibenvorfalls mit Zoom machen. War auch okay. So setze in dem Zusammenhang sehr gerne Breakout-Sessions ein. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Und habe immer wieder die Erfahrung, überwiegend zu 90%, dass das dem Wissenserwerb und der Kommunikation in Kleingruppen unwahrscheinlich innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten die Leute weiterbringt. Auch die, die normal nichts sagen oder die vielleicht rumdatteln irgendwo, die sind dann auf einmal in Dreier-, Vierer-Teams beieinander. Ich kündige mal an, ich mache mal einen Höflichkeitsbesuch, um zu schauen, wie weit sie sind und so weiter. Und da ist dann immer richtig viel Dynamik drin, und wenn die wieder in den Hauptraum zurückkehren, dann sind die in Anführungszeichen ganz anders drauf, haben eigene Statements. Und diesen Zyklus, den will ich eigentlich immer sehen, wenn es um digitale Souveränität, eigentlich die Weiterentwicklung der persönlichen Souveränität, Anreicherung, ne? Also die beiden Punkte zusammengebracht und getan. Ja. Ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die wir ja klar auch während der Pandemie dann alle viel gemacht und viel gelernt haben, dass man dadurch wirklich vielleicht auch andere Teilnehmende aktiviert, als man so in dem Präsenz schaffen würde. Ja, dazu vielleicht auch noch, also ich glaube, wenn man über digitale Kompetenzen spricht, muss man irgendwie analoge Kompetenzen trotzdem mitdenken. Also wir haben jetzt schon auch festgestellt, dass halt eben die Lesekompetenz sehr abnimmt offensichtlich bei den Studierenden. Und ohne Lesekompetenz wird es halt schwierig, was zu lernen. Und dann kann man eben auch nicht, also gerade wenn man programmiert und so weiter, muss man ja auch lesen und sich auch einlesen, wie funktionieren jetzt die Funktionen und so weiter. Und auch beim Kommunizieren, man muss ja irgendwie auch miteinander kommunizieren können, wenn das nur noch über Digitales und Handy läuft und man ist dann auch, zieht sich dann von Angesicht zu Angesicht und kann eigentlich nicht mehr seinen Punkt rüberbringen, ist auch schwierig. Und wir haben uns auch letztens noch gefragt, wir hatten jetzt gerade einen Workshop bei unserem Team-Retreat, ob wir haben jetzt über KI im Speziellen gesprochen und wie man, ob wir irgendwie Guidelines und Policies für KI in Kursen erarbeiten sollen. Und da haben wir uns zum Beispiel auch gefragt, oder wir sind darauf gekommen, okay, man sollte Studierenden beibringen, dass man das, was der Chatbot ausspuckt, auch kritisch hinterfragt und reflektiert. Und dann haben wir uns aber gefragt, wissen die überhaupt, was das heißt, das kritisch zu reflektieren und darüber nachzudenken? Und können sie denn überhaupt auch die Probleme erkennen, weil sie benutzen es zwar die ganze Zeit, aber wissen sie überhaupt, was wir meinen, wenn wir sagen, nicht einfach so ungefragt übernehmen? Wir haben uns dann auch überlegt, ob man nicht so Beispiele mal integrieren sollte, ganz am Anfang von den Kursen, einfach mal so negativ und positiv Beispiele zeigen, wie man mit KI-generiertem Inhalt umgehen kann, damit sie ein anschauliches Beispiel haben, wie man das positiv und gewinnbringend auch fürs eigene Lernen einsetzen kann. Und das sind ja Dinge, die jetzt nicht unbedingt nur mit den digitalen Kompetenzen zu tun haben. Ich glaube, die Chatbots haben da wirklich nochmal so ganz die Lupe draufgeworfen, weil plötzlich wurde es allen Fächern, alle, die irgendeine Form Seminararbeiten oder sonst irgendwas abprüfen, bewusst das Problem. Und ich glaube, also für viele, wir hatten jetzt Schülerin, Uni ist das Oberstufenschülerin, ist das aber die Informationsquelle. Also so beschaffen die sich ihre Information. Und deswegen ist, glaube ich, das, was du sagst, total schwierig für die, wenn das ja die Hauptinformationsquelle ist, wie soll ich die hinterfragen mit anderen Informationen, die irgendwo anders herstammen? Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, was irgendwie in allen Schulen und Hochschulen gerade so heiß diskutiert wird, von wir verbieten den Einsatz bis zu nein, wir müssen die ja darin schulen, mit diesen Tools vernünftig zu arbeiten, was auch schwierig ist. Man muss ja erstmal wieder neue Ideen entwickeln, wie man da Kompetenzen denn drin vermittelt. Hm.
Ja, und noch, weil eben die Analyse- und Problemlösungsfähigkeit auch angesprochen wurde, auch überhaupt strukturiertes Denken und strukturiertes Handeln. Auch das habe ich jetzt schon von mehreren gehört, dass viele Studierende gar nicht mehr so richtig wissen, wie sie denn jetzt ein ordentliches Ordnersystem bei sich einlegen können, damit sie strukturiert Daten speichern können, dann auch strukturiert wieder auf Daten zugreifen können, dann Dinge irgendwo hochladen. Manchmal finden sie dann ihre Prüfungsleistungen und so dann gar nicht mehr. Aber das ist ja auch eine, also erstmal verstehen sie gar nicht mehr so genau, wie denn so ein Computersystem dann überhaupt aufgebaut ist. Und das ist natürlich auch was sie dann in dem Alltag einschränkt, wenn man dieses Strukturierte nicht mehr hat. Das kann man ja übertragen auf viele verschiedene Lebensbereiche. Das merkt man bei jüngeren Schülerinnen und Schülern ganz stark, weil die sind natürlich mit Tablets und Smartphones aufgewachsen. Die wachsen nicht mehr mit einem klassischen Windows oder Linux oder was auch immer. Diese Strukturierung von Daten ist auf den Mobilgeräten einfach eine ganz andere. Also da sortiert das Gerät ja schon nach Format, also Bilder in Bilder, Videos in Videos, Audio und so dass man gefühlt gar nicht mehr selber sortieren muss und vielleicht auch sehr stark über die Suche irgendwie was filtert. Ich glaube auch, das ist nochmal eine Kompetenz, die neu erlernt werden muss, wenn man dann mit solchen klassischen Informatiksystemen, wie wir sagen, dann arbeitet. Also ich habe mal eine Anregung von einer Freundin bekommen, die ist Grundschullehrerin und die macht den Einstieg manchmal in Stunden, dass sie halt so ein KI-generiertes Bild und dann einfach so Fehler finden mit den Schülern macht. Und ich dachte, ach komm, das mache ich jetzt auch mal mit meinen Studierenden. Zu irgendeinem Thema, was wir gerade behandelt haben, frage ich, also ich formuliere den Prompt absichtlich so, dass es halt schief laufen wird, also viel zu wenig Informationen geben und dass er irgendwo was erfinden muss. Und dann zerlegen wir das halt einfach im Unterricht gemeinsam. Einfach mal so als Übung gucken, okay, das ist da jetzt rausgekommen, passt das denn so, stimmt das so? Wenn ich jetzt jemand vorlegen würde, wäre das so okay. Und da so langsam so, dann kommt dann auch so, ja, okay, das ist ein Spezialthema, das funktioniert halt nur da nicht, da muss es mehr Wissen für haben oder sowas, aber halt so ein bisschen die ins Denken zu kriegen. Also wir machen... Oh. Ich muss mich hinsetzen, damit die Meeting-Eule das gut hinkriegt. Wir machen das mit den Studis, wenn ich mit denen über Lerndaten spreche, dann geht es auch manchmal, wenn wir über diese Students at Risk sprechen, also wie identifiziere ich die? Und dann haben wir da Studentin Trude, die auffällt in den Daten, weil sie wenig da ist, wenig partizipiert. Und wenn wir uns am Ende aber angucken, hat die eigentlich mit einer ganz guten Note bestanden. Und das dann mit den Studierenden mal zu überlegen, dass sie am Anfang über was für Daten haben wir überhaupt, welche Lerndaten haben wir angeguckt. Und das habe ich schon gemacht, bevor ich ein Kind hatte. Aber Trude hat übrigens ein Kind und deswegen ist sie nicht besonders viel da, aber schafft es viel alleine aufzuarbeiten zu Hause. Und ich versuche den Studis beizubringen, in den Daten nicht die Menschen zu verlieren und die Daten ganz kritisch zu hinterfragen, weil auch eine Gruppe, die sich wenig in einem Forum beteiligt oder so. Es kann sein, dass sie einfach ein anderes System praktischer finden und wir als Lehrkräfte oder als Lehrende dann nicht einen guten Zugriff drauf haben, um zu sehen, ob sie wirklich aktiv dabei sind oder ob sie uns gerade verloren gehen. Und dass meine Reaktion als Lehrende dann ist, sie darauf anzusprechen, das kann ich noch machen, weil wir 30 bis 50 Studierende in einer Gruppe haben. Wenn ich da jetzt 300 hätte, könnte ich mich um einzelne Gruppen nicht mehr kümmern. Und denen auch beizubringen, also die Lernenden kriegen vielleicht selber einen roten Fleck, wenn Learning Analytics weiter so irgendwann ausgebaut wird, wie die Bildungstechnologen sich das zum Teil wünschen, bekommen die ja selber angezeigt. Du siehst anhand der Datenlage so aus, als wäre es für dich schwierig, möchtest du mal mit dem Dozierenden sprechen. Möchtest du vielleicht in eine andere Gruppe Sachen anzubieten und dann muss der Student, bei uns ist es ja einfach mit Studenten zum Glück, die können sich dann selber entscheiden, weil die schon erwachsen sind. Mit Schülern ist es natürlich ein bisschen anders. Aber ich habe jetzt das Glück, dass ich was lehre, wo ich auch mit Daten arbeite und mit Datenprojekten. Aber in meinen anderen Veranstaltungen wüsste ich gar nicht, wie ich in die Richtung hin das bewegen soll. Und wie eben schon online gesagt worden ist, wenn man eine einfache Informatikvorlesung gibt, bei Lehrkräften, wenn man die bildet, da ist die Einsicht, dass die etwas über soziale Medien und über Mediennutzung lernen müssen, damit die das an Schüler weitergeben, ja da.
Aber unsere Studierenden der Informatik kommen ja auch an und wissen nicht, selbst in der Informatik nicht mal wirklich was über Datenschutz, über wie verbreite ich Daten. In anderen Studienfächern wird das ja das Gleiche sein, je nachdem, wem man das beibringt. Und dafür Platz zu schaffen, finde ich super schwierig. Und das braucht halt auch engagierte Hochschuldozierende, die Lust darauf haben, das auch mal zu besprechen. Wir hatten in Dresden so eine optionale Möglichkeit, da konnte man sich bei so einem System anmelden, was so den Studienverlauf trackt im gewissen Sinne, also mit den Daten, die man da teilen möchte, und dann eben genau solche Warnungen ausspricht, dass man eben nicht so viele Credits hat und so, aber es war halt freiwillig, ob die Studierenden da teilnehmen. Und das Phänomen war natürlich, dass genau die teilgenommen haben, die super gut waren, die total alleine durchs Studium gegangen wären, die überhaupt dieses ganze Hilfesystem nicht gebraucht hätten und so weiter. Und das würde mich noch interessieren. Hast du das Gefühl, dass die Lernenden dem ja, offen zugewandt sind, dass ihre Daten verwendet werden, um so ein Hilfe-Notfall-Tracking, wie auch immer, System aufzubauen? Oder die eher blocken? Damit beschäftigt sich ja mein Kollege Sven ziemlich eingehend, weil der das quasi groß skaliert. Ich habe ja das Glück, ich mache das in einem Lehrprojekt, wo es meistens um Lehrsituationen gibt, die Interventionen sind, die nur kurzzeitig sind. Da sind sie eigentlich immer alle, wenn man das gut erläutert, dabei, die Daten quasi dafür zu spenden oder zu nutzen und auch mit eigenen Daten zu arbeiten, nicht mit denen aus dem Vorjahr, weil die halt direkt mit den Daten auch selbst arbeiten. Aber Sven, mein Kollege, soll das für gesamten Moodle RWTH umsetzen, das heißt auch auf die informatikferneren Studiengänge, und diese Einverständniserklärung dafür zu machen, zu überlegen, ist es Opt-in, Opt-out, wie muss man das schreiben, damit die das verstehen, lesen sie es überhaupt, klicken sie gleich Ja oder Nein an, wird das richtige Forschung mit einzelnen Gruppen überprüft, es wird getestet. Und genauso wird ja im Arbeitskreis der GI VRA Learning gerade ein Elternbrief zum Thema Virtual Reality in der Schule entwickelt, damit die Eltern verstehen, was machen die denn da jetzt Verrücktes in der Schule? Was für Daten werden da vielleicht gesammelt? Was wird da für Technik benutzt? Was bedeutet das für mein Kind? Und die alle zu erreichen und die Ansprache zu machen, ist super schwer. Also es gibt auch noch keine richtige Lösung. Das, was ich ein bisschen verrückt finde, ist, dass eine Lösung, die vorgeschlagen worden ist, man solle das über einen Chatbot machen, weil der leichter trainiert werden könnte, um auf das Niveau der Person zu gehen. Aber gerade wenn die dann Datenschutzsachen erklären soll auf den verschiedenen Niveaus, müssen wir daher auch ganz sicher sein, dass sie genau das Richtige erzählt. Mhm. Also die Idee grundsätzlich, eine Anpassung an die zu machen, an die Lernenden oder diejenigen, die die Einverständniserklärung und die Datenschutzentscheidung zu treffen haben, finde ich gut. Aber ich finde, es ist noch ein Loch ohne Boden, ne? Zumindest bei uns gerade. Aber es hat keiner zwischendurch so geschockt geguckt, wie, ach, das ist schon längst gelöst. Ich glaube, es ist einfach auch noch nicht ganz gelöst. Für mich stellt sich die Frage, wie ist das mit den Prüfungsformaten? Also letztes Jahr auf dem Informatikfestival in Berlin war ich in so einem Workshop drin und dann erzählten mehrere Leute, dass es immer noch gängig sei, auch in Informatik-Klausuren von Hand auf Papier zu schreiben. Mhm. Was ich nicht verstanden habe. Also ich habe eine Oberstufe in Informatik und ich finde es nicht sinnvoll, Code von Hand auf Papier zu schreiben. Das ist zwar im Landesabitur auch so vorgesehen, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, dass ich sage, okay, die erste Klausur schreiben wir von Hand auf Papier und dann frage ich die Theorie ab, weil die Basics muss man ja kennen. So, und dann lasse ich anschließend die Schüler in Teams in einem Projekt arbeiten
weil ich finde es ganz wichtig im Zeitalter von Digitalisierung, dass sie nicht nur konsumieren, sondern dass sie zu Produzenten von Lernprodukten, also dass sie Lernprodukte erstellen, ja, und dass sie dann natürlich all diese Dinge berücksichtigen müssen. Wo landen meine Daten? Wie arbeiten wir digital zusammen? Wer sieht was? Und dann habe ich also so eine Liste an Anforderungen. Ich mache das meistens von wegen ein bisschen angelehnt an Ebu Scrum, um zu sagen, okay, ihr müsst im Team arbeiten nach den und den Regeln, ihr müsst Inhalte des Lehrplans berücksichtigen, also was weiß ich, Such- und Sortieralgorithmen. Ich hätte gerne, dass ihr euch ein Thema sucht, macht am Ende dazu nicht nur ein Programm, sondern im Stil von Storytelling erzählt eine Geschichte dazu, wie man am schnellsten zum Restaurant in der Nähe zum günstigsten Benzinpreis oder was auch immer sie sich aussuchen gekommen ist, ja. Dann am Ende soll das natürlich präsentiert werden. Es ist noch nicht sozusagen im Internet, aber ich arbeite daran, jetzt eine Webseite zu machen, wo die ganzen Schüler-Lernprodukte draufkommen sollen. Und da müssen wir natürlich all das berücksichtigen, wie das ist mit Datenschutz und so weiter. Ja. Das Thema Prüfungsformate, das ist auch was, was seit einigen Jahren ja jetzt sehr, sehr viele bewegt. Unter anderem auch durch die ChatGPT-Diskussion, aber auch von den ganz klassischen Klausuren. Und ich habe viele Menschen in vielen Diskussionen getroffen, die gerne andere Prüfungsformate machen wollen würden, aber insbesondere für uns in der Informatik einfach mit dieser Masse, wir reden über 450 Studierende, dann doch wieder bei einem sehr geschlossenen, vielleicht auch Online-Klausur, die RWTH recht gut aufgestellt, es gibt Räume, in denen man dann die Online-Klausuren unter geschützten Bedingungen ablegen kann, also eben nicht mehr zu Hause, wie wir das vielleicht während Corona hatten. Ich glaube, das war für alle keine gute Erfahrung, aber das schon machen kann. Aber diese Idee der Portfolios zum Beispiel, das haben wir im Lehramt sehr stark, da kriegen wir das auch hin mit maximal 20 Studierenden in einem Seminar, aber natürlich nicht mit 480 Studierenden. Und da, ja, glaube ich, braucht es auch noch neue Ideen. Und bei uns sind die auch gerade mit den Schulen, also bei uns sind das die Zentren für schulpraktische Lehrerbildung, auch sehr im Gespräch. Also wie wir das, was wir an der Uni vielleicht schon Richtung Portfolio ausprobieren, auch auf die Schulen übertragen können. Weil sonst gibt es ja hauptsächlich ja, vielleicht eine Projektarbeit und sonst halt Klausuren, die da geschrieben werden. Aber da, glaube ich, wird was passieren so in den nächsten Jahren, dass man dann vielleicht auch so Portfolios hat, die dann auch vielleicht mittels KI-Tools irgendwie mit bewertet werden können, weil dieser Bewertungsaufwand ist natürlich schon immens. Also selbst bei meinen manchmal 15 Leuten, die ich da habe, sitzt man da echt lange dran, wenn die dann 5 Lernprodukte abgeben und die haben von Video bis Code bis Text irgendwie verschiedene Formate. Ja, ist schon viel Korrekturarbeit dann. Hat da noch jemand kreative Ideen? Was macht ihr für Prüfungsformate, abgesehen von der klassischen Klausur oder der klassischen Seminararbeit, die ja in Zeiten von ChatGPT schwierig wird? Also wir sind tatsächlich in Jena schon vor, weit vor Corona gab es diese Initiative Gesundes Lehren und Lernen, weil tatsächlich auch aufgefallen ist, dass durch Klausuren viele Studierende einen hohen Druck haben und dadurch natürlich auch psychologisch leiden, aber auch, dass die Vorbereitung und Nachbereitung seitens der Lehrendenschaft auch nicht unbedingt wahnsinnig gut ist. Und dadurch haben wir nach und nach umgestellt und haben versucht, alle Klausuren, außer die Kernfächer, wo es nicht anders geht, weil wir einen sehr starken juristischen Einschlag haben, das muss man halt als Klausur ablegen, es geht nicht anders, haben aber alle anderen auf alternative Prüfungsleistungen umgelegt. Das heißt, wir machen sehr viele Seminararbeiten, Gruppenarbeiten, Hausarbeiten oder halt ein Essay schreiben, womit viele Studierende auch sehr schlecht zurechtkommen, weil ich immer gedacht hätte, dass es besser geht. Aber so essayistisch zu schreiben, weil wenn man denen sagt, schreib einfach, was du denkst, so, und schreib bitte nicht mit ChatGPT. Das fällt vielen Leuten schwer, aber auch Quellenarbeit zu leisten für eine richtige Hausarbeit. Das sind Sachen, die machen viele Studierende. Ich sehe jetzt natürlich nur anekdotische Evidenz, also nicht generalisieren, das geht es vielleicht auch woanders besser, aber
Viele Studierende kommen bei uns bei der Bachelorarbeit zum ersten Mal mit wirklich wissenschaftlichen Arbeiten in Berührung. Und das setzt sich natürlich fort im Master. Und teilweise haben wir es jetzt auch schon so, dass wir, dass man mit wissenschaftlichen Mitarbeitenden zu tun hat, wenn man sagt so, wie bist du denn auf deine Konklusion da gekommen? Welche Quellen hast du denn angewendet oder nach welchen Theorien arbeitest du? Dann schauen die dich an. Okay, das ist nicht gut. Ja, deswegen, also das zieht sich von Anfang bis Ende und ich glaube, wir hatten es ja vorher schon mal, wir müssen, glaube ich, auch wieder Kompetenzen aufbauen, die durchaus auch ihre Wurzeln im Analogen haben und das immer weiter fortsetzen, um halt die Kompetenzen im Digitalen weiter auszubauen. Weil der Geist ist ja aus der Flasche, wir kriegen diese Chatbots und KI, was ja eigentlich nicht so richtig, aber das kriegen wir jetzt nicht wieder weg, sondern wir müssen halt damit umgehen. Aber ich bin selbst überrascht von dem, was wir so mitbekommen, auch mit der Arbeit mit den Studierenden. Und wenn die dann mal ihre Bachelorarbeit schreiben, dass selbst in der Zeit von ChatGPT, also ich finde, das hat nicht mal, also selbst wenn sie es nur damit schreiben würden, wäre da teilweise die Qualität noch besser als das, was da abgegeben ist. Also selbst sich der Möglichkeiten gar nicht bewusst zu sein. Ich glaube, da sind sie auch schon echt überfordert und erschlagen, was es für Tools gibt für Literaturrecherchen, in der Formulierung vielleicht seine Texte ein bisschen zu optimieren oder so. Also was ich jetzt persönlich mitbekommen habe, ist, dass da wirklich schon die Basis teilweise fehlt. Es dann gar nicht darum geht, wo meine Inhalte, ob die jetzt irgendwie ChatGPT generiert sind oder nicht, sondern einfach da die Grundlage fehlt, wie arbeite ich wissenschaftlich. Das glaube ich auch, denn meine Studierenden sind traurigerweise oft ein bisschen geschockt, wenn ich sage, das KI generiert, quasi die ersten 15 Sätze gelesen habe und gesagt, das KI generiert und sie sagen, wie kannst du das erkennen? Ja. Und ich sage, also erstmal sprichst du nicht so und zweitens, wenn man echte studierende Arbeiten gelesen hat und danach eine KI generiert liest oder Teile davon sind, dann kann man das als Lehrender, und das können die sich natürlich nicht vorstellen, kann man das erkennen, an leeren Satzhüllen, an Sachen, die so ein bisschen ins Off laufen, an immer wieder zu often Wiederholungen, die ein Mensch so nicht machen würde, weil das hat man eigentlich schon beschrieben. Und denen, also vielleicht müsste ich denen auch mal das widerspiegeln. Lies mal 10 Abstracts von echten Abschlussarbeiten und mal eins, das KI generiert worden ist. Man kann sich da super Ideen holen, auch was, wenn man sagt, im Limitations-Chapter habe ich mal gefragt, was hat eine KI denn da, weil die oft natürlich über viele Paper oder über viele Abschlussarbeiten vielleicht auf Ideen kommen, auf die man gar nicht kommt. Gerade so gesellschaftliche Implikationen, da selber als Schüler, Schülerin, Student drauf zu kommen, sich darüber Gedanken zu machen, das ist natürlich hilfreich und da fände ich es auch gut, wenn die das benutzen würden, aber gerade das aus der anderen Sicht mal zeigen zu können, wäre irgendwie spannend und denen zu erläutern. Aber Nadine hat vorhin was gesagt, was ich noch aufgreifen wollte, wo ich aber keine Lösung für habe, aber Bewertung mit KI, das wäre ja boah, da schon sehr viele tolle GIFs, wie Studis ihre Arbeit mit ChatGPT schreiben und die Profs die Arbeit mit ChatGPT bewerten. Also ich glaube, zu diesem Einsatz von Tools ist aber auch eine ganz große Unsicherheit. Und ich glaube, das ist auch gerade das Bedürfnis, warum die Hochschulen sich irgendwie festlegen müssen. Und viele Hochschulen haben diese Floskel, ne, man muss angeben, mit was für Werkzeugen die Arbeit erstellt wurde, so wie man ja auch angibt, mit was für Personen, also menschlichen Hilfen. Aber ehrlicherweise hat natürlich jahrelang nie jemand die Rechtschreibhilfe von Word angegeben. Also wo ist die Grenze? Wann ist es ein Tool? Und was darf ich mit ChatGPT-Texten machen? Und darf ich die dann die Ideen übernehmen und das selber umschreiben? Wenn es dann vielleicht sogar schlechter wird, wer weiß. Also ich glaube, das ist, um es jetzt positiv zu sagen, wenn man bei den Studierenden natürlich auch eine große Unsicherheit. Und dann gibt es wirklich welche, die versuchen dann auf alles zu verzichten, weil sie Angst haben, alles ist Plagiat sonst oder gibt irgendwie Ärger. Und da müssen wir, glaube ich, einfach noch einen Weg finden. Wie wollen wir denn, dass die mit den Tools arbeiten? Und was müssen sie dann vielleicht angeben? Weil sagen wir mal, gerade bei den Englischsprachigen, wenn die das durch DeepL hauen,
was sollen die dann sagen? Ne? Natürlich so gesehen der ganze Text DeepL generiert, aber natürlich auf ihrer Basis. Und also es ist einfach total schwierig. Da brauchen wir eine Regelung oder ja, irgendwie so Leitfaden für die Studis, was sie wie benutzen dürfen und sollen. Vielleicht. Ach so, wir sind ja auch da, um Best Practices auszutauschen. Aber da finde ich ganz hübsch Christian Spannagel. Der hat KI-Fahrplan oder Tool-Fahrplan für seine Schülerinnen, Studis online. Und den finden wir wirklich ganz gut. Also den kann man auf jeden Fall gut googeln. Ich schreibe das hier auch mit drauf. Ja. Ja. Das ist nämlich etwas, das hat er auch open gestellt, sodass man den auch für seine Studis anpacken kann, sich Ideen sammeln kann. Wie der das gemacht hat, das fanden wir richtig gut, weil wir das im Moment bei uns am Lehrstuhl auch ein bisschen anpassen wollen, weil wir natürlich aufgrund von einer anderen Universität ein bisschen andere Sachen im Modulhandbuch stehen haben, ein bisschen andere Ansprüche vielleicht im positiven und negativen Sinne oder bestimmte Tools besser finden oder schlechter finden. Aber der hat das ganz hübsch gemacht. Ja, es gibt auch noch so ein Repository. Ich muss das jetzt gerade mal selber nachgucken. Wir haben das letztens eben auch besprochen, dass wir für unsere Kurse auch so Art Policies erarbeiten wollen. Und da gibt es aber auch schon so ein Repository mit Syllabi Policies for AI Generative Tools. Und da sind irgendwie 100 plus Beispiel Policies von überall auf der Welt, allerdings mit einem Fokus auf die USA, wo man sich einfach anschauen kann, was andere Universitäten so an Policies denn schon erlassen haben. Und daran kann man sich dann gegebenenfalls orientieren oder man hat zumindest schon mal einen Anhaltspunkt generiert oder kuriert wurde das von Lance Eaton, den ich jetzt selber nicht kenne, aber das kann ich sonst eventuell auch nochmal schicken oder so. Ich versuche gerade bei dir da oben abzuschreiben. Das finde ich gut. Also nochmal, um den Punkt aufzugreifen, mit KI-generierte Texte erkennen. Ich habe nochmal eine Schleife eingebaut. Früher war das so, die Studierenden schreiben einen Text, kurze Zusammenfassung von irgendwas, einfach damit die ins Schreiben reinkommen, ins wissenschaftliche Arbeiten kommen. Und die waren teilweise so schlecht und ich hatte einfach auch keine Kapazitäten mehr, die alle zu lesen. Also haben wir das Konzept von Peer-Feedback eingeführt. Mhm. Erstmal, dass sie lernen, wie man Feedback gibt, wie man Feedback annimmt, ist halt ein bisschen mehr Arbeit, wo halt andere Sachen für wegfallen, da muss man mehr in den Fokus drauf setzen, aber den quasi beizubringen, okay, wie guckt man sich jetzt so einen Text an, was würde ich da machen? Das reicht halt nicht nur, so ein Bewertungsschema rauszugeben und zu fragen, welche Note sollte man denn da drunter schreiben, das muss man wirklich ein bisschen angeleitet mit denen machen, aber dann nimmt der Text quasi eine zweite Schleife über andere Studierende. Wir nutzen bei uns Elias, das geht also auch wirklich super, dass die Studis das hochladen können, dass das pseudonymisiert wird, andere bewerten das, die kriegen das wieder zurückgespielt und können damit arbeiten und dann erst werde ich als Lehrperson eingeschaltet und kriege das zu sehen. Und das ist viel besser geworden. Echt cool, dass das bei euch so positiv klappt. Also ich setze auch sehr viel Peer-Feedback in der ersten Veranstaltung ein. Da sollen die aber Material feedbacken, was die anderen Studis für Schülerinnen und Schüler machen. Und das ist ehrlicherweise, ich habe noch keine gute Lösung gefunden, weil das Feedback, was die Studis sich untereinander geben, geht halt nicht auf das, wo ich eigentlich hin möchte. Also die schaffen es noch nicht, das irgendwie didaktisch zu reflektieren, sondern die finden dann drei Rechtschreibfehler oder sagen, die Grafik ist zu klein. Also deren Feedback ist halt auf einem völlig anderen Niveau und auch immer extrem positiv. Also wir haben so einen ganz starken, die Studis geben sich immer untereinander mindestens 4 von 5, wenn das so Kategorien sind, Punkte. Und dann war es für mich als Dozierende immer doppelt schwierig, dem wieder entgegen. Also weil mein Feedback war dann viel kritischer und ne, viel mehr Verbesserungspotenziale noch. Und dann war aber so ungefähr, ja, aber ne, die anderen beiden haben doch gesagt, das ist ganz gut. Deswegen, also ich mache das trotzdem weiter, aber ich suche da noch die richtige Lösung, das anzuleiten. Weil ich habe dir da schon einen besseren Weg gefunden. Wir haben halt so, ja, schon so eine Art Kriterienkatalog, worauf, also so Fragen sind das praktisch, worauf sie achten sollen und was sie dann feedbacken sollen. Aber es bleibt halt irgendwie so extrem oberflächlich. Und das ist, ja, da weiß ich manchmal nicht, ob die Zeit sich lohnt, muss ich sagen. Gucken. Also ich habe das angefangen, das erste Mal habe ich das halt wirklich auch live gemacht, wobei da war es ein anderes Format, da sollten die halt Poster erstellen, das ist, passt eher zu deiner Situation jetzt und die sollten das halt vor Ort dann halt auch bewerten.
das war wirklich, also das war eher ein psychologisches Experiment, weil die sich halt gegenseitig sehr gut bewertet haben, weil sie irgendwie Angst hatten, dass sie sonst irgendwie eine schlechte Note oder irgendwas bekommen. Ja. Also sobald das im direkten Kontakt ist und die wissen, von wem das ist ein ganz schlechtes, also in meiner Erfahrung war das ein schlechtes Setting. Das hat nicht funktioniert. Und dann, die brauchten auch wirklich viel Anleitung, um zu wissen, worauf sie achten sollen, wie sie sich, also ähnlich wie man so ein Prompt schreibt. Also du bist jetzt die und die in der Rolle, sollst du darauf achten, der Text soll die und die Zielgruppe ansprechen. Passt das? Und dann halt auch so Beispiele, das wäre gut formuliert, das wäre schlecht formuliert. Wirklich sehr kleinschrittig und viel denen mitgeben, halt, wie man so ein Gutachten aufbauen wird. Das, also was bedeutet zum Beispiel, also wie ist die Sprache, reicht denen nicht, sondern ist wirklich unterformuliert. Also sind viele Rechtschreibfehler, gibt es Sätze, über die man stolpert oder sowas. Also es ist wirklich sehr kleinschrittig, aber dann funktioniert das, dass sie halt da auch ins Denken kommen und auch auf weitere Sachen kommen, wenn die mal so in diesem Modus drin sind. Aber man muss die irgendwie in diesen Modus kriegen. Die Idee mit den Beispielen finde ich auch gut. Das kann ich auch mal probieren, dass man so vielleicht gute und schlechte Beispiele schon mal vorher mitgibt. Wir machen das bei uns in Seminaren auch, dass sie sich gegenseitig Feedback geben. Und ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Es ist anonym. Das heißt, sie wissen nicht, von was für einem Studie es sind. Wir haben eine dicke Anleitung geschrieben, wo sie zu jedem Punkt was schreiben müssen. Aber sie sind auch oft sehr positiv und brauchen danach manchmal im nächsten Gespräch mit dem Betreuenden der Seminararbeit einen kurzen Augenblick, um ihr eigenes Feedback, das sie bekommen haben, aber auch das, was sie geben mussten, aufzuarbeiten und zu sagen, ich war lost oder ich habe da was total Schlechtes gelesen oder ich habe was gelesen, das war so gut. Soll meine Arbeit auch so werden? Ich bin viel schlechter. Also die fangen dann an, sich auch gegenseitig also so ein Ground, wie das sein soll, weil in den Seminaren, wie die bei uns im Institut laufen, die sehen sich nicht so oft. Die haben Einzelgespräche, jeder schreibt so ein bisschen Richtung seines Papers und forscht das. Und das finde ich noch ein bisschen schlecht, dass die gar nicht so richtig sehen, bis zum Peer-Feedback, wie weit sind die anderen, wie sehen Seminararbeiten von anderen aus und die kennen Seminare auch. Die Seminararbeiten in der Informatik sind ja wenig, also zumindest bei uns, und die wissen dann nicht, wie das aussieht. Und das ist das erste Mal, dass sie was sehen, und dann finde ich immer schwer, wenn jemand sehr gut ist, zwei schlechte sieht, denkt er sich, oh, ich bin ja fast schon fertig. Und als Lehrende muss ich dann versuchen, denen zu sagen, das ist durch Zufall gekommen, den du angeguckt hast. Und also ich glaube, da bräuchte man auch mehr Beispiele, aber gucken die sich die wirklich an, wenn ich die anbiete? Die Guten gucken sich das an, aber die Schlechten halt nicht, ne? Ein bisschen drehen, jetzt werden wir mal gucken. Jetzt waren wir schon ganz weit bis zu alternativen Prüfungsformaten gewandert. Ja, ich versuche das jetzt gerade farblich ein bisschen mir das zusammenzuziehen, was ich erstellt habe, was die online gerade auch gar nicht sehen. Ich kann mal hier vor mich vielleicht hinstellen, vielleicht schafft die Meeting-Eule das hochzurutschen, ja. Ich kann auch ganz frech versuchen, die Kamera zu sehen. Welche Kamera? Ach so, oh, was, das dürfen wir nicht. Kann er sonst auch noch eine Kamera anmachen. Stimmt, die von Nadine müsste genau in die Richtung zeigen. Nicht die Kamera drehen. Sie haben gesagt, nicht die Kamera drehen, du Rebell. Ja, wo sind wir denn hier? Die verbotene Frucht. Oh Gott, wenn Sie das online sehen. Wir werden aufgezeichnet. Ich übernehme die Verantwortung. Okay, das war Matthias. Also, ich habe sie ja mitgeschrieben, deswegen kann ich vielleicht versuchen, es zusammenzufassen. Ich finde den Kontrast Uni-Schule an vielen Stellen spannend. Wir haben doch viele gleiche Probleme auch und doch auch unterschiedliche. Viel geht Richtung dem, wie können wir das kritische Denken, was für digitale Kompetenzen haben wir. Puh, viel von der Diskussion, wir waren jetzt auch mit dabei, geht in die Richtung. Darüber wollen wir nämlich gleich noch mal ein bisschen sprechen. Wie spät ist es? Halb ist es jetzt. Perfekt. Okay. Dann können wir ja gleich quasi das jetzt als Sammelabschluss nehmen. Ich wollte jetzt anfangen, alles in Rot ein bisschen zu markieren, wo ich digitale Kompetenzen drin sehe, obwohl viele Themen auch ineinander übergehen. Und ich zum Beispiel bei der Stelle Tools, 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 das sehe ich als
Aufgabe von uns Lehrenden, das einzubringen, aber auch so ein bisschen dieses, wir brauchen Hilfe von oben, damit wir das wirklich in unsere Lehre integrieren können. Wir wollen ja nicht, dass jeder Hochschullehrende am Ende seine eigene Policy hat, sondern eigentlich muss es ja eine Informatik-Policy geben, eine Lehramts-Policy geben oder eine RBTH oder Uni-Jena-Policy. Es wäre schön, wenn wir uns da auf quasi Standards einigen können, was ist okay, wo darf man KI benutzen, wo muss man es hinterher nochmal überprüfen, denn die Benutzung können wir ja nicht verhindern. Und wie bringen wir denen bei, das schlau zu benutzen, kritisch zu hinterfragen und an den richtigen Stellen einzugreifen oder nochmal in Bücher zu gucken, in die Paper selbst zu gucken, die vielleicht geguckt worden sind. Kurz, wie können wir diese Basis schaffen? Dazu was ergänzen. Ich glaube, auch wir müssen uns aber hinterfragen, was sind denn die Kompetenzen, die die Leute noch und in Zukunft brauchen? Weil, jetzt mal ganz provokant gesehen, vielleicht ist zusammenhängende Fließtexte schreiben in 10 Jahren überhaupt keine wichtige Kompetenz mehr, weil die Kompetenz eher ist, die richtigen Schlagwörter in ein Chatbot zu packen und der macht dann den flüssigen, gut lesbaren Text daraus. In der Informatik wird das stark über die Programmierung diskutiert. Ne? Inwiefern müssen die Leute noch klassisch textuell in Java, C++ oder was auch immer programmieren lernen? Oder ist das in 10 Jahren überhaupt keine relevante Kompetenz mehr, weil wir einfach Tools haben, die das abfragen? Und das, finde ich, müssen wir uns als Lehrende immer wieder, also praktisch jedes Jahr hinterfragen, was sind wirklich noch die Kompetenzen? Manchmal habe ich das Gefühl, wir versuchen die Kompetenzen von vor 10 Jahren, aber mit den Tools von heute. Und deswegen kommen wir in diese Verbotenhaltung, dass wir sagen, ne, ChatGPT wird an manchen Hochschulen ganz verboten zum Texte generieren, weil die ja sonst nicht mehr lernen, Texte zu schreiben. Aber vielleicht müssen sie es nicht mehr lernen. Und das fände ich interessant. Also ich glaube, nicht nur auf Seiten der Lernenden, sondern auch auf Seiten der Lehrenden muss man das immer wieder hinterfragen. Dazu vielleicht ganz kurz interessantes Statement. Ich bin der Meinung, ja, in 10 Jahren muss man wahrscheinlich keine Texte mehr am Stück verfassen, aber man muss die Texte, die generiert worden sind, wissensgemäß und wahrheitsgemäß validieren und verifizieren können. Das ist eine Qualität, da haben wir noch ein Delta. Das heißt, ich muss die Texte trotzdem mit guter Wissensgrundlage checken können. Und das fehlt mir heutzutage noch. Ja, absolut. Also ich bin vor, ich weiß nicht, 1,5 Jahren auf die Future Skills vom Stifterverband gekommen. Der hat mit McKinsey zusammen 2021 in 4 Bereichen, ich glaube 25 oder 21 definiert. Und ich mache das jetzt so in meinem Unterricht, ich sag mal so ab 10. Klasse, dass ich Ihnen das Ganze zeige und sage, sucht euch 2 davon aus, welche wollt ihr vertiefen im kommenden Halbjahr bei den und den Themen. Bei den Jüngeren mache ich das so, dass ich für mich sage, okay, es gibt ja diesen Bereich digitale Schlüsselkompetenzen, wo zum Beispiel Digital Literacy dazugehört oder Digital Ethics, dass ich mir überlege, in welchem, im Unterricht möchte ich welche Kompetenz wie vermitteln, ja. Aber das fand ich jetzt im letzten Schuljahr so interessant, dadurch, dass sie von vornherein gesagt haben, okay, ich möchte mir diese Kompetenzen aneignen, haben sie das dann entsprechend gemacht bei den verschiedenen Projekten und konnten dann am Ende halt sagen, okay, an der und der Stelle bin ich gut weitergekommen. Und für mein Gefühl hat es eine Menge entschieden beziehungsweise den Prozess vorangebracht, wenn Schüler und Schülerinnen selber sagen, okay, ich will wissen, wie funktioniert KI oder aber wie kann ich jetzt hier
mit Software weiterkommen. Also Stadt Frankfurt hat uns zum Beispiel zum Thema Datenbanken keine Software zur Verfügung gestellt. Und ein Schüler, der hat dann für alle Schüler das möglich gemacht, in Absprache mit mir, dass jeder seine eigene Datenbank selbst ausstatten und befüllen und mit SQL-Abfragen gestalten kann. Ja. Und der hat halt gesagt, okay, ich finde, IT-Architektur ist eine wichtige Schlüsselkompetenz. Und von daher finde ich das einfach spannend zu sagen, okay, sucht euch was aus und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Ja. Konntest du da so Trends entdecken? Also gibt es so Schlüsselkompetenzen, die generell einfach sehr hoch angesehen werden von den Jugendlichen? Ja, vor allem im Bereich klassische Kompetenzen, also die Kreativität. Also das ist das, was, ich glaube, am häufigsten genannt wurde, dass sie sich einfach wünschen, selbst aktiv zu sein, eigene Ideen umzusetzen und zu verwirklichen. Ja, also und jetzt muss ich natürlich überlegen, an welcher Stelle lasse ich ihnen Freiraum, wo können sie das entsprechend einsetzen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch richtig schön, wenn sie selber sagen, ja, das will ich machen. Der andere Punkt ist die Kommunikation. Also wie spreche ich miteinander bestimmte Sachen ab? Also wie kläre ich das im Team? Also ich habe meistens maximal 4 Leute im Team und wir haben wie so Puzzleteile unterschiedliche Aufgaben, sodass ich dann ein Gesamtbild habe und dann müssen sie miteinander reden und sie merken sehr deutlich, wenn sie es nicht tun, wird das Ergebnis schlechter. Und jetzt muss ich wieder sagen, okay, findet Wege, wie er das online macht, weil wir sind ja jetzt nicht mehr nur an Orte gebunden, sondern sind ja nach der Pandemie, ja, und da an der Stelle, okay, habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, ob sie das über WhatsApp machen oder aber Signal oder aber halt sonst wie, beziehungsweise ich sage wiederum, ich möchte gerne eure Ergebnisse für sichtbar für alle haben und dort müssen sie es dann hochladen. Ja. Das Thema angeht, könnte man auch noch eine sehr gute Diskussion über die Bewertung. Das ist, finde ich, auch eine große Schwierigkeit, sowohl in Schule als auch in Hochschule mit Gruppenarbeiten umzugehen. Weil natürlich die Gruppenmitglieder nicht die gleichen Kompetenzen vorher hatten und einbringen und auch danach nicht haben und wie man dann damit umgeht, das beschäftigt mich auch immer sehr. Wir haben meistens so eine 50-50-Policy, also dass 50% der Note ergibt sich aus der Gruppenleistung und aber die anderen 50 müssen halt auch irgendwie individuell erbracht werden, weil es so Effekte gibt natürlich, ne? Wenn man weiß, alle kriegen die gleiche Note, aber ja, die Trude macht nicht mit oder so. Ja. Schwierig für die Motivation der anderen Mitglieder. Seht ihr noch, ich hoffe, wir können alle das Plakat lesen. Wie Birte gerade schon angekündigt hat, vielleicht so ein bisschen Ausblick. Wir würden um 11 gleich eine Kaffeepause machen. Dann gibt es offiziell irgendwo eine Kaffeepause. Wir werden sie dann suchen, aber wir werden sie schon finden. Und wir danach haben Matthias und ich noch 2 Inputs für euch mitgebracht, die sich um diese digitale Kompetenz, weil das ist das, was uns am meisten bewegt. Wie bekommen wir die, bei mir vor allen Dingen Informatik-Lehrkräfte und die passenden Schülerinnen dazu, eben entsprechend informatisch kompetent. Matthias macht es dann aus der Medienbildungssicht vielleicht was mehr, aber gerne auch, ne, was euch bewegt oder so. Also es ist ein Workshop, der soll uns allen nützen. Also ihr dürft da auch gerne intervenieren und sagen, wir würden jetzt aber nochmal lieber über Unabhängigkeit von Anbietern diskutieren und was man da irgendwie machen kann oder so. Also fühlt euch frei, das wäre das Angebot, was wir mitgebracht haben. Wir haben extra mal ein Folienpool, da können wir dann gleich auch mal so reinspringen, was euch interessiert, was euch nicht so interessiert und können aber auch eure Wünsche, Themen gerne noch aufgreifen. Also könnt ihr jetzt spontan, aber ihr könnt auch in der Kaffeepause nochmal in euch gehen, dann würden wir danach einfach nochmal fragen, was euch besonders bewegt und worüber ihr noch diskutieren möchtet. Gibt es jetzt für die letzten die Uhr? Oh ja, noch 20 Minuten. Noch etwas, was ihr gerne von dieser
von dem Flipchart vielleicht diskutieren möchtet. Also ich hole mal kurz meine Notizen, weil das nichts, was ich selber gemacht habe, aber was ich gefunden habe, was ich gut fand. Das ist nicht der Richtige. Was mich tatsächlich noch bewegt, wo wir mal jetzt nichts vorbereitet haben, ist auch dieses Feld Partnerschaften und Kooperation. Schon das Gefühl, sowohl in Schule als auch in Hochschule, es ist vielfach doch so ein Einzelkämpfertum und jeder versucht irgendwie seine Probleme selbst zu lösen. Das fände ich auch noch schön, wenn wir da vielleicht noch ein paar Minuten Gedanken sammeln können, mit wem es auch einfach interessant ist zu kooperieren. Für uns sind natürlich Kooperationen zwischen Schule und Hochschule extrem wichtig, fürs Lehramt natürlich, damit wir eben nicht in dem oft uns nachgesagten Elfenbeinturm sitzen und da irgendwas an didaktischen Theorien lehren, was dann aber in der Schule alles überhaupt nicht funktioniert. Aber vielleicht auch andere. Manche Schulen haben ja auch Kooperationen mit Firmen, vielleicht auch dann in Bezug auf Ausstattung, ich weiß nicht. Habt ihr zu dem Thema Partnerschaften, Kooperationen gute oder vielleicht auch schiefgelaufene Beispiele, wenn man mit jemandem versucht hat zu kooperieren? Also ich kann noch was von der Bonn berichten, mich schnell ins Bild werfen. Da gab es eine Firma, die sich auch beteiligt hat und Workshops, die wir aus der Didaktik der Informatik raus gemacht haben, für Schülerinnen und Schüler mit unterstützt hat. Aber man muss sagen, das war mehr, dass sie ihren Namen gegeben haben und halt dafür gesorgt haben, dass wir quasi in dem Uni-Boost, ich habe die Zettel gefunden, sie liegen auf dem Tisch, dass die, ich glaube, das war für die interne Werbung, weil dann natürlich viele Informatikstudierende auch von uns benutzt worden sind als Leute, die diese Workshops gehalten haben. Und ich glaube, dass sie regional einfach was für die Informatik tun wollten. Das war schon eingestellt, bevor ich dabei war. Und das hat halt gut funktioniert mit dieser subtilen Werbung dieser Firma dazwischen. Und das hat uns viel Freiheit gegeben an der Uni. Die Kooperation mit Schulen ist dann ganz gut, ist halt nur was Regionales. Wenn ich an Aachen denke, finde ich immer ganz spannend, dass unsere Studierenden ja selber IT for Kids gegründet haben, um IT-Kompetenzen, die sind jetzt nicht Richtung digitale Souveränität bisher, oder vielleicht haben sie dazu auch was. Also unsere Studierenden in Aachen haben eine Firma, eine Organisation, ja, das ist, glaube ich, so mittlerweile gegründet, bei denen sie gedacht haben, wir müssen die IT stärker in die Schulen bringen, und über in Schule alleine funktioniert es nicht und bieten auch zusätzliche Sachen an, und das klappt auch ganz gut, wobei ich immer sagen muss, dass die Zusammenarbeit zwischen denen und uns jetzt am Lehrstuhl könnte ruhig durchaus noch ausgebaut werden, damit die auch was beibringen, was kuriert ist und nicht von Studierenden, die eventuell selber sogar das Studium nicht mal zu Ende gemacht wird. Das finde ich ist dann ein bisschen eine Hürde. Ich finde das kann Engagement. Ich dich beruhigen, Sie sind jetzt zu uns übergewandert. Oh, sehr gut. Nee, wir haben schon einige Beratungen gemacht. Also vielleicht für alle, ist auch für eure Studierenden ganz interessant, das ist bei uns aus so einem Enactus-Projekt, heißt das. Das ist praktisch das fördert so studentische Initiativen. Und daraus heraus ist es immer weiter gewachsen, sodass die jetzt übrigens tatsächlich einen BMBF-Antrag beim Bundesministerium für Bildung und Forschung mit uns zusammen geschrieben haben, als so gesehen Firmenpartner. Also es ist wirklich richtig groß gewachsen. Die haben wirklich feste Mitarbeiterinnen. Und deren Grundidee damals war praktisch, AGs in Grundschulen anzubieten zu IT, was eigentlich Programmierung heißt. Ich weiß nicht, ob ihr so Code.org oder so Scratch kennt. Also es sind so Programmierumgebungen für Kinder. Und da haben die AGs bei uns in NRW heißt es offener Ganztag, also praktisch zwischen Schulende und wann die Kinder abgeholt werden, angeboten. Und die Nachfrage der Grundschulen war da sehr hoch. Das war natürlich erstmal ein tolles Angebot. Und die haben sich jetzt wirklich verschiedene Fördergeber, das sind Firmen, Stiftungen, Spenden, was auch immer, so dass sie da echt gewachsen sind. Also es ist wirklich toll. Aber es ist ein bisschen, das ist auch meine Kritik, sie unterrichten halt Programmierung der Programmierung wegen und nicht der grundlegenden Kompetenzen, die wir jetzt aus didaktischer Perspektive damit gerne erreichen wollen, sind aber
ja, sehr offen für Feedback und ich hoffe, vielleicht kommt das BMBF-Projekt ja, dann würden wir mit denen zusammen das sogar auch noch ausbauen für Klasse 5 und 6, dass man da was anbietet. Ja, weil Schule alleine, das ist jetzt so unser Informatikproblem, vielleicht mal, wir haben ja auch den Fachkräftemangel wie alle anderen und wir haben vor allen Dingen den Motivations- und Interesse- und Begeisterungsmangel bei insbesondere nicht männlichen Jugendlichen. Und deswegen müssen wir halt ganz früh in der Grundschule, viele fragen mal Informatik in der Grundschule, was soll das denn? Aber wir müssen einfach ganz früh anfangen, weil wir sonst die Hälfte der Bevölkerung schon verloren haben, bevor es irgendwie dazu kommt. Aber dazu würde ich auch nach der Pause noch so ein bisschen was erzählen. Denn das Fach, in dem digitale Kompetenzen unter anderem, sollte ich in allen Fächern unterrichtet werden, aber eines ist natürlich die Informatik. Und wie gesagt, bei uns in NRW jetzt in Klasse 5, 6 als neues Pflichtfach reingekommen. Und ja, andere Bundesländer, Hessen hat sich ja mit der digitalen Welt, die haben es ja noch expliziter benannt, auf den Weg gemacht. Ja, aber viele Bundesländer jetzt unter anderem, das ist jetzt ein Fach, was natürlich nicht nur digitale Kompetenz als Fokus hat, aber unter anderem das eben erreichen möchte. Ich habe als Positivbeispiel bei meiner Recherche, wie ist digitale Souveränität, also an Unis habe ich erschreckend wenig gefunden. Aber ich habe ein ganz gutes Gymnasium in Warstein gefunden. Das hat digitale Souveränität sogar offiziell als Bildungsziel der ganzen Schule definiert und haben dazu ein schönes Leitbild geschrieben. Das passt zu dem, was wir jetzt eigentlich auch schon besprochen haben. Die hat anscheinend bewegt, was uns auch bewegt. In dem Leitbild selbst sagen sie, Medienkompetenzen sind Schlüsselqualifikationen. Sie nutzen den Medienkompetenzrahmen NRW, den Matthias gleich auch noch erwähnt, denke ich. Den habe ich mal mit Patron. Ne? Genau, der ist mit drin. Sie sagen, sie nutzen digitale Technologien und dabei setzen sie auf Maß, Diskussion und wissenschaftliche Fundierung. Das klingt natürlich schön. Es steht nicht genau drin, wie sie das schaffen und ob es diese Handvoll motivierter Lehrkräfte ist, die halt auch diese Diskussion am Laufen halten. Was ich interessant finde, ist, sie beschreiben sehr genau, was sie an Technik haben und einsetzen für digitale Souveränität und nennen es, wir haben Technik, die uns dient. Also die haben wirklich versucht, sich selbst in den aktiven Bereich der Technikausstattung zu bringen und es selbst auszusuchen. Ich weiß, dafür braucht man die Ressourcen und vielleicht ist ein Europagymnasium ein besonderes, was irgendwie mehr Chancen dazu hat. Aber ich fand das sehr schön, dass Sie sagen, Sie nehmen den Support in die eigene Hand. Deren Lösung dafür ist auch, dass sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler, die ein Konzept entwickelt haben, wo es Digitalsprechstunden gibt und das sogar jede Woche, wo man reingehen kann, um Probleme zu besprechen, Hürden zu besprechen und sich gemeinsam in der eigenen Schule auszubilden. Und zu diesen Digitalsprechstunden gibt es auch Schüler, die hatten einen besonderen Namen, Medienscouts. Die haben Medienscouts, das heißt quasi Schülerinnen und Schüler, die auch Verantwortung für die anderen mit übernehmen, die sagen, ich arbeite mich da tiefer ein und ich helfe den anderen auch dabei, was ich aus meiner eigenen Schulerfahrung, die ein paar Jahre her ist, überraschend toll finde. aber Medienscouts wäre ja vielleicht auch im gewissen Sinne etwas, was man an einer Hochschule schaffen könnte. Wenn ein AStA sagen würde, das ist so wichtig, wir möchten in die AStA-Arbeit sowas mit aufnehmen, wir möchten Studierenden helfen, also ich hätte als Studentin jedenfalls beim AStA bestenfalls danach gesucht. Ich hatte wenig mit denen zu tun, aber wenn ich weiß, bei uns gab es eine Rechtsberatung. Warum wäre nicht auch eine Medienberatung bei einem AStA toll, wenn die Lust haben, das zu übernehmen? Sie sagen, die arbeiten schon ganz früh digital. In der 5. Klasse fangen sie damit an. Sie fördern den Austausch mit den Eltern und versuchen auch, Eltern mit einzubeziehen, zu sagen, Social Media Training für Eltern. Und möchten explizit gucken, dass sie auf die digitale Berufswelt von morgen vorbereiten und sind dafür auch in Kontakt mit IT-Firmen, um zu fragen, was sind denn die digitalen Kompetenzen, die morgen gebraucht werden. Und deswegen ist ganz großes
großer Bereich in diesem Leitbild. Wir bleiben up to date und beschreiben auch, wie sie das machen. Sie setzen auf Kooperationen, wo wir ja noch festgestellt haben, es ist schwierig, aber es gibt halt diese leuchtenden Beispiele, wie diese Schule, die finde ich ziemlich schön gut. Und sie sehen sich als Begleiter in diesem Prozess, für die digitale Welt vorzubereiten. Ich fand die Idee mit dem Medienscout so hübsch, dass ich das ausgedruckt habe und mitgebracht habe. Aber tatsächlich ein NRW-weites Projekt, diese Medienscouts. Also die gibt es prinzipiell überall an Schulen. Wow. Genau. Wie das gelebt wird, liegt natürlich an Schulleitungen oder an den Lehrkräften oder so. Aber das ist ein vielleicht Teil des Medienbildungskonzepts NRW oder so, diese Medienscouts. Vor ein paar Jahren mal. Ne? Ich weiß nicht, bis heute überlebt, da muss ich ja dann fragen. Eben mit diesen Kooperationen, also wenn man mit amerikanischen Schulen, sich zum Beispiel amerikanische Schulen anguckt, die sind ja häufig sehr stark von bestimmten großen IT-Playern finanziert, auch einfach wirklich finanzstark finanziert. Und das ist ja was in Deutschland so, ich sag jetzt einfach mal, verpönt, ne? Ob man es positiv oder negativ ist, hat natürlich Gefahren und Potenziale und eigentlich sollte natürlich die schulische Bildung nicht von Firmen abhängen oder so. Aber das ist, habe ich das Gefühl, auch oft für Schulen so eine Hürde, dass sie vielleicht eine Firma hätten, ob jetzt SAP, wie hier schon um den Hals getragen wird oder so, also es könnte ja sogar was Deutsches sein, aber ne, wie geht man damit um, da Geld anzunehmen, das ist irgendwie so ein total schwieriges, oder auch Sachmittel, muss ja gar nicht Geld sein, könnte ja auch sein, dass sie einfach sagen, wir machen die zwei Computerräume neu oder irgendwie so. Irgendwie total schwierig. Und sogar als Hochschulen. Also wir haben das ja auch, wenn wir jetzt mit Firmen kooperieren, das sind ja immer sehr willkommene Drittmittel an den Hochschulen, aber ne, zu welchen Bedingungen? Da müssen wieder irgendwelche Verträge geschlossen werden. Zumindest in der RWTH ist es häufig sehr schwierig, mit amerikanischen Firmen Verträge zu schließen, was die dann alles an Klauseln da drin haben, mit wem man nicht sonst kooperieren darf und so. Schwieriges Feld. So, gibt es noch etwas, was ihr vor der Pause, ich glaube, sonst sind unsere Gehirne jetzt auch langsam kaffeetauglich oder Tee, je nachdem, was ihr bevorzugt sind. Sonst würde ich jetzt einfach sagen, dass ihr ein paar Minuten vor der Pause gehen ein paar Minuten eher in die Kaffeepause. Dann kriegen wir auch schneller Kaffee. Genau, deswegen dachte ich, dann sind wir vielleicht noch vor dem. Bis wann geht die Pause? Das Programm bis 11.30 Uhr. Ja. Ja. Ich denke, das können wir auch machen. Wenn wir jetzt alle zuerst Kaffee bekommen, schaffen wir das. Ja, das schaffen wir. Okay, dann sehen wir uns um 11.30 Uhr hier wieder. Bis gleich. Gut aus. Ich habe es eben in der Vorstellungsrunde schon kurz gesagt. Ich habe zwar den Informatik-Background, aber bin mittlerweile am Lehrerbildungszentrum mit einer sehr schönen spezifischen Aufgabe. Und zwar mit der Einrichtung eines Lehr-Lernlabors für digitale Medien der Lehramtsausbildung getraut. Die Uni ist 2021 auf die Idee gekommen, dass Digitalisierung im Lehramt oder in der Schule vielleicht auch ein Thema ist, das so schnell nicht weggeht, dass man da mal eine Einrichtung schaffen könnte. Hat demnach für 2 Jahre 2 volle Mitarbeiterstellen finanziert und auch ein gewisses Sachmittelbudget. Man hat gesagt, macht mal was, macht das mal möglichst nachhaltig, baut uns mal so ein Curriculum digitale Bildung auf und schafft irgendwo physische und digitale Räume, um Medienbildung irgendwie ins Lehramt zu bekommen, auch jenseits der Informatik.
Das heißt, wir haben natürlich Rahmenbedingungen gehabt. Wir haben nicht komplett im luftleeren Raum arbeiten müssen, sondern haben gesagt, wir orientieren uns am Medienkonzept beziehungsweise am Orientierungsrahmen für die Lehrkräftebildung, am Medienkompetenzrahmen. Und das sind so die Sachen, die ich gegen Ende jetzt auch gleich noch vorstellen kann, werde, wenn Interesse besteht. Und wir wollten halt versuchen, irgendwas zu entwickeln, was zum einen physische digitale Medien involviert. Immersive Medien werden immer spannender. Das Thema VR in der Schule wird jetzt präsenter. In Nordrhein-Westfalen gab es zuletzt eine größere Förderung, dass jetzt ein Anbieter die Möglichkeit hat, an Nordrhein-Westfalens Schulen 3000 VR-Brillen auszuliefern. Und irgendwo muss man sich dann auch damit auseinandersetzen, wie man Lehrkräfte dazu befähigt, die didaktisch sinnvoll in den Unterricht einzubinden. Dafür müssen wir allerdings nicht bis zu so komplexen Medien wie VR-Brillen denken, sondern da reicht es schon, wenn wir über iPads sprechen. Viele Schulen haben Tablet-Klassen inzwischen. Viele Lehrkräfte benutzen es, um PDFs anzugucken und Wikipedia aufzurufen. Aber es kann halt viel mehr. Und auch das ist Teil unserer Aufgabe, dass wir uns damit auseinandersetzen, was man da machen kann. Insgesamt vielleicht zur groben Einordnung. An der RWTH haben wir zwar insgesamt 40.000 Studierende, aber das Lehramt ist mit knapp 2.000 Studierenden ein eher kleiner Teil davon. Aufgeteilt haben wir es, glaube ich, auf insgesamt 16 verschiedene Didaktiken, wobei Spanisch und Französisch mittlerweile auslaufen. Die fallen dann so ein bisschen raus. Sekundär haben wir aber auch gesagt, wir wollen ja phasenübergreifend arbeiten. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Kooperationen sind wichtig, Partnerschaften sind wichtig. Deswegen haben wir von vornherein versucht, Medienbeauftragte, Schulleitungen, die Seminarleitungen der zweiten Phase der Lehramtsausbildung mit reinzunehmen und auch regionale Partner wie Medienzentren der Kommunen und so weiter. Und generell alle Lehrkräfte in der zweiten und dritten Phase. Denn das war so ein bisschen der Eindruck, den wir vorher hatten. Die Uni sagt, ihr seid jetzt fertige Lehrer, beziehungsweise ihr seid fertig fürs Referendariat, tschüss, und das war's. Und wir merken jetzt schon, dass wir einen gewissen Erfolg mit unseren Maßnahmen haben und dass auch unsere Studierenden im Referendariat und danach wiederkommen und sagen, ihr habt doch so ein schönes Selbstlernmodul zum Thema Lernvideos. Können wir das mit unseren Schülern einsetzen? Oder kann ich damit mal eine kleine Fortbildung im Kollegium machen? Das ist so ein bisschen auch, was wir erreichen wollen. Darüber hinaus wollen wir uns natürlich kontinuierlich weiterentwickeln. Wir sehen hier unten in der Ecke schon, dass das Frankfurter Dreieck, was so ein bisschen aus dem Dachstuhl-Dreieck abgeleitet ist, wozu Nadine nachher noch mehr erzählen wird. Aber das ist immer so, dass das, ja, ich will nicht sagen Spannungsfeld, aber der Raum, in dem wir uns bewegen, in der Informatikdidaktik, in der Mediendidaktik, Medienpädagogik, wer ist jetzt für was zuständig, welche Perspektiven spielen da rein und welche Perspektiven muss ich überhaupt beleuchten? Da wir versuchen, das komplette Spektrum der Lehramtsausbildung zu bedienen, müssen wir natürlich da, ich sag mal, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, und das ist bei uns meistens dann doch dieser Bereich Interaktion, also die Anwenderperspektive und die gesellschaftlichen Auswirkungen. Wir versuchen auch immer die Möglichkeit zu schaffen, die Technik dahinter zu verstehen, tiefere Einblicke zu bekommen. Da komme ich dann als der Informatiker ins Spiel. Aber das halt auf einem eher reduzierten Level. Vielleicht mal so als Einblick, wer wir überhaupt sind. Angefangen habe ich mit einem Kollegen, Frederik Marquet, der die gesellschaftswissenschaftliche Perspektive reingebracht hat und auch vermehrt die Schulperspektive. Er ist also aus dem Schuldienst ins Media Lab gekommen, hat Geschichte und Religion studiert. Während ich halt ja, nach meinem Lehramtsstudium an der Uni kleben geblieben bin, mit Informatik und Chemie als Background, erstmal meine Dissertation im Bereich Lerntechnologien gemacht habe. Deswegen am Anfang haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt, Frederik mehr Bereich Schule und ich mehr Hochschulkooperation. Mittlerweile sind wir ganz froh über Projekte, das Ganze noch ein bisschen größer gemacht zu haben. Wir haben Verstärkung bekommen. Christina ist unsere Sprachexpertin, ist auch in der Endphase ihrer Promotion mit Spanisch und Französisch und hat momentan den Schwerpunkt auch durch das Projekt, auf dem sie arbeitet, Open Educational Resources, wo sie zusammen mit einer Mitarbeiterin von Nadine drin ist. Und ganz frisch dazugekommen ist Sören, der den beruflichen Schwerpunkt vertritt, Elektrotechnik,
fürs Berufskolleg studiert hat und unser Modulportfolio erweitert. Natürlich gibt es auch ein großes Team dahinter mit unserem Geschäftsführer, mit der wissenschaftlichen Leitung und ein ganzes Team des Lehrerbildungszentrums. Aber das ist halt so der Schwerpunkt im Media Lab. Ja, wir haben am Anfang versucht, uns ein möglichst sinnvolles Konzept mit verschiedenen Arbeitsbereichen herzuleiten und haben gesagt, wir haben so vier Schwerpunkte, in denen wir agieren wollen. Zum einen ist da das Curriculum Digitale Bildung, wo es genau um die Kompetenzen geht, die ja hier wichtig sind, im Kern stehen. Wir wollten irgendwo ein Forum Digitales Lernen aufbauen, was die hochschulinternen Akteure irgendwo vernetzt. Weil wir festgestellt haben, dann ist die Biologie da und schafft mit Senseboxen irgendwelche Mikrocontroller-Kits an, um Klimadaten zu erfassen, während die Informatiker und die Physiker völlig unabhängig davon mit Mikrocontrollern agieren. Und da haben wir versucht, so, ja, zumindest ein bisschen Netzwerkstelle darzustellen und Kooperationen zwischen den Fachdidaktiken zu schaffen, Synergieeffekte aufzudecken und da zu unterstützen. Im Lernort Media Lab, sowohl digital als auch vor Ort, wenn wir Studierenden die Möglichkeit bieten, einfach mal im geschützten Raum mit digitalen Medien zu agieren. Und das umfasst natürlich Aufnahmemedien, wie wir es hier auch im Raum sehen, mit Kameras und Mikrofonen und so weiter. Lernvideos, Podcasts sind große beliebte Themen momentan. Geht aber auch bis dahin, dass wir so ein blödes Smartboard bei uns an die Wand gehangen haben. Also eins von den alten, die in allen Schulen hängen, die ständig neu kalibriert werden müssen, um einfach Leuten, die im Praxissemester zum Beispiel stecken und damit unterrichten müssen, zu sagen, kommt vorbei und testet euren Unterricht mal bei uns am Smartboard, bevor ihr in der Schule da auflauft vor den Schülern und versuchen, so eine ganze Bandbreite abzudecken. Wir haben VR-Brillen im Verleih, wir haben diverse iPads da, sodass bei uns wirklich einfach viel ausprobiert werden kann. Aber auch im digitalen Raum. Unsere Hochschule setzt auf Moodle. Wir haben ein Moodle, das alle benutzen können, als Studierende natürlich. Haben da aber auch ein bisschen das Problem, dass die Lernstudierenden nie diesen Perspektivwechsel vollziehen können. Das heißt, selbst mal einen Lernraum mit Moodle gestalten, ist im Hochschul-Moodle einfach nicht möglich. Deswegen haben wir unsere eigene Moodle-Instanz, wo Studierende genau sowas auch mal ausprobieren können, auch in Abschlussarbeiten entsprechend selbst Lernmodule entwickeln können. Ja, und der letzte große Aufgabenbereich ist natürlich diese phasenübergreifende Arbeit, die Kooperation mit Schulen, den Zentren für schulpraktische Lehrerbildung und Medienzentren und so weiter. Ja, zum Curriculum Digitale Bildung, da wollte ich jetzt mal kurz mit reingucken. Wir haben versucht, uns da relativ breit aufzustellen, haben am Anfang mal bei den Fachdidaktiken, aber auch bei den Schulen abgefragt, was wünscht ihr euch für eure Lehrveranstaltung oder was wünscht ihr euch, dass die Lehramtsanwärter in ihr Referendariat schon an Kompetenzen mitbringen und sind eingestiegen mit einem Grundlagenmodul zum Thema Datenschutz und Urheberrecht. Wir haben das Thema Lern- und Erklärvideos mal grundlegend aufgegriffen und da von technischen bis zu redaktionellen Aspekten einiges mit drin. Aber auch schon so diese kritische Medienbildung aufgegriffen, so aktive Bildverarbeitung, Bildbearbeitung und Manipulation, kritischer Medienkonsum, das einfach mal für Lehrkräfte aufbereitet. Und unser absoluter Renner ist das Podcast-Modul. Wir sind natürlich auch immer dabei, das Ganze zu erweitern. Wir haben so ein paar Ideen im Kopf, ein paar davon sind inzwischen schon umgesetzt. Das heißt, die Folie ist nicht mehr 100% aktuell. Open Educational Resources, immer ein spannendes Thema, auch das mittlerweile als Modul umgesetzt. Tooltime, also der digitale Werkzeugkasten, macht auch große Fortschritte, auch fast fertig ist. Ich wollte kurz reinwerfen, die sind ja auch offen und nicht nur für die Studis bei uns. Genau, das ist tatsächlich etwas, was ich auf dieser Seite erzählen wollte. Okay. Unsere Module waren ursprünglich so geplant, um damit in Lehrveranstaltungen reinzugehen, Fachdidaktik-Dozierende zu unterstützen, wie zum Beispiel dann sagen, wir wollen ein Erklärvideo in der Biologie als Prüfungsleistung erstellen lassen oder als Modulleistung und dass das dann so integriert werden konnte. Die Nachfrage war aber insgesamt so hoch, auch von anderen Studierenden, dass mittlerweile alle Module so konzipiert sind, dass sie auch als Selbstlernmodule genutzt werden können, in Eigenregie dann. Da haben wir dann einen Peer-Review-Prozess, um die erstellten Produkte auch von anderen Studierenden beurteilen zu lassen. Wenn da nicht schnell genug Matching erfolgt, machen wir das auch schon mal, weil
es immer Hochphasen gibt, wo die Module mehr benutzt werden als in anderen Phasen. Und mittlerweile wird es auch hochschulübergreifend und ja, übers Lehramt hinaus eingesetzt. Das heißt, gerade Erklärvideos ist natürlich ein Thema, das auch andere Bereiche stark tangiert, sodass wir gesagt haben, alle unsere Kurse sind OER, unser Moodle ist offen, jeder kann sich selbst einschreiben. Die Lehramtsstudierenden, die halt diese Autorenrolle mal aktiv wahrnehmen wollen, die müssen sich bei uns melden und kriegen dann entsprechend auch einen eigenen Kursraum eingerichtet. Ja, curriculare Verankerung ist natürlich immer so ein schwieriges Thema bei einem Projekt, das zeitlich befristet ist. Wir würden natürlich gerne in allen Modulhandbüchern drinstehen. Es soll auch als Medienkonzept, als Querschnittsqualifikation in alle Lehramtsfächer rein. Aber dadurch, dass wir momentan noch befristet sind, tun sich einige Fächer ein bisschen schwer damit, das auch so reinzuschreiben. Aber da machen wir inzwischen ganz gute Fortschritte. Gerade weil unsere Angebote so konzipiert sind, dass sie rein theoretisch auch über unsere Stellen hinaus funktionieren können, langfristig. Gut, die anderen Bereiche werde ich jetzt relativ kurz abhandeln, damit Nadine nachher auch noch Zeit für ihren Input hat. Im Bereich Forum Digitales Lernen versuchen wir, dieses Netzwerk herzustellen. Das heißt, wir versuchen, Anlaufstelle für die Fachdidaktiken zu sein, Gelegenheiten für einen Erfahrungsaustausch zu organisieren. Wir schließen uns mit Medienlaboren anderer Hochschulen kurz, wir gucken, was da passiert. Aber, und das ist mit der Zeit jetzt auch dazu gekommen, auch mal in die Industrie hinein. Wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, von Kontakt mit Merge Edu, das ist so eine amerikanische Firma, die so Würfel herstellen, wo sowas wie QR-Codes drauf sind und dann Online-Unterrichtsmaterial in Augmented Reality anbieten. Das heißt, man kann mit dem iPad deren Apps runterladen, da draufhalten und kriegt dann so kleinen Menschen angezeigt und kann dann die anatomischen Bestandteile sich näher angucken und Erklärungen einblenden lassen. Da haben wir deren Unterrichtsmaterial von der Hilfskraft mit DeepL übersetzen lassen, dafür dann eine Schullizenz umsonst bekommen. Solche Sachen wollen wir einfach nutzen, um unseren Studierenden da auch schon mal den Zugang zu ermöglichen. Wir arbeiten groß mit VIL zusammen, das ist die Firma, die jetzt die VR-Headsets in Nordrhein-Westfalen Schulen ausliefert, die auch an unseren Autorentools, die wir selbst entwickeln, sehr interessiert sind und ja, haben natürlich Kontakt zu den Bildungsträgern, Bildungsdienstleistern bei uns und unterstützen da die Studienseminare in der Referendarsausbildung, gerade mit den neuen digitalen Making Places, die jetzt kommen. Das ist die nächste große Maßnahme im Digitalpakt Schule in NRW gewesen. Das heißt, Medienzentren und Seminarstandorte werden jetzt ausgestattet mit 3D-Druckern, mit VR-Brillen, mit programmierbaren Drohnen und so weiter, aber nicht mit einem passenden didaktischen Konzept. Und da sehen wir unsere Rolle, da gemeinsam was zu erarbeiten, schreiben momentan noch einen kleinen Antrag, dass das Ganze auch irgendwo finanziert werden kann und versuchen entsprechend da nicht nur digitale Materialien, sondern auch langfristig digitale Kompetenzen bei den angehenden Lehrkräften zu schaffen. Im Lernort Media Lab haben wir uns, wie gesagt, vor Ort viel ausprobiert werden. Wir versuchen dabei immer so den zweigleisigen Ansatz zu fahren, zu zeigen, was ist Open Source verfügbar, was kann man mit kostenloser Software oder kostengünstiger Hardware erreichen. Aber wir wollen Studierenden auch irgendwo die Möglichkeit einräumen, ja, Erfahrung mit professionellen Equipment zu sammeln. Das heißt, wir haben auch ein Videoschnittpult da, das vielleicht ein bisschen kleiner ist als das hier, aber es ist ein professionelles Videoschnittpult, mit dem mal gearbeitet werden kann. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch, es ist Open-Source-Software drauf, sie unterstützt vielleicht nicht so ganz die Hardware und so weiter, aber damit kann man auch sehr gute Ergebnisse erreichen. Probiert das mal. Das ist auch das, was ihr in der Schule eher zur Verfügung haben werdet, als das, was wir hier natürlich an dem teuren Equipment haben. Man muss nicht immer die 360-Grad-Kamera für 3.000 Euro einsetzen, sondern es tut dann auch mal die günstige Action-Cam für 200 Euro oder die Smartphone-App. Bringen die Studierenden eigentlich auch selber mal Ideen ein zu Software oder Hardware? Oder? Kommen immer wieder Rückfragen. Gerade Hardware-Technik schaffen wir auch schon mal was, weil wir immer wieder engagierte Studis haben. Wir haben am Ende in diesen 360-Grad-Medien voll aufgeht, der dann sagt, installiert eine neue 360-Grad-Kamera, die ist auch gar nicht so teuer, könnt ihr die anschaffen, dann machen wir das schon mal. Oder bei den VR-Brillen haben wir bisher immer auf Pico gesetzt, für die Standalone-Brillen und auf die HTC Vive, weil
anschließbare Lösung. Dann hat man immer die Frage, was ist denn mit den Meta-Quest-Brillen? Wir haben es jetzt endlich dazu überwunden, weil da haben wir uns lang gestoppt gegen eine Datenschutzthematik. Ja, wir haben jetzt MetaQuest 3 da, sodass Studierende auch damit ausprobieren. Was ein bisschen schade ist, ist der Bereich Software. Da liegen uns leider viele bürokratische Hürden im Weg. Wir kriegen immer wieder, fast mittlerweile täglich, die Anfrage, habt ihr AI-Tools da zur Transkription von Interviews? Ja, wir haben tatsächlich mittlerweile unsere Rechner vor Ort voll mit Whisper ausgestattet, sodass man dann die Open-Source-KI-Modelle nutzen kann. Es ist aber immer noch nicht ganz so gut, wie was Max, QDA und Co. mittlerweile können. Aber die haben alle auf Abo-Modelle umgestellt. Die haben fast alle auf Modelle umgestellt, die Personen oder Rechner gebunden sind. Unsere alten Max, QDA-Lizenzen, die wir immer noch im Gerät- und Lizenzverleih haben, sind auf dem USB-Stick. Die kann man einfach ausführen. Die sind an den USB-Stick gebunden. Heutzutage müssten wir zum einen ein Abo-Modell machen, was schon abrechnungstechnisch sehr schwierig ist, und dann einen kompletten Laptop mit ausleihen, weil es Geräte gebunden wäre. Aber solche Anfragen kommen auch, die lehnen wir dann ab. Natürlich mit der passenden Erklärung dazu. Aber ansonsten versuchen wir, Studierendenwünsche so gut es geht auch zu erfüllen. Inhaltlich kommen die Studierenden mit sehr vielen guten eigenen Ideen um die Ecke. Gerade unser 3D-Drucker wird ständig für irgendwelche Sachen gebraucht. Dass in der Biologie ein Legespiel entwickelt wird, dann kommen irgendwelche Studis, die in einem Praktikum Prototypen bauen und sagen, wir hätten gerne eine Beschriftung in Blindenschrift oder so, können wir die auf eurem 3D-Drucker machen? Und das wird sehr gut angenommen. Und natürlich kommt auch mal hin und wieder einer und fragt, ob er ein Privatprojekt drucken kann oder so. Ja, wenn die Geräte gerade leer laufen, dann haben wir da auch kein Problem. Unser oberstes Ziel ist, Medienkompetenz zu stärken. Und ihr erwerbt auch Medienkompetenz, wenn ihr die Geräte für nicht schulische Zwecke einsetzt. Schulische Ideen haben immer Priorität. Aber ansonsten studiert ihr Lehramt, wollt digitale Medien einsetzen, wir unterstützen euch dabei. Wenn es ein privates Projekt ist, bezahlt ihr das Verbrauchsmaterial selbst. Wenn es ein schulisches Projekt ist, übernehmen wir das auch. Gut, Medien in der Praxis, Kooperation mit Schule. Auch da schließen wir uns natürlich kurz. Wir haben irgendwann die Info bekommen, diese Digital Making Places werden jetzt eingerichtet. Haben eine grobe Übersicht der Materialpakete bekommen und mussten dann schon so einen voreilenden Gehorsam, weil die Gelder natürlich in dem Jahr verausgabt werden mussten, versucht, ein gutes Portfolio zusammenzustellen. Wir haben jetzt rückblickend festgestellt, dass wir meistens sogar genau das Modell getroffen haben, das jetzt angeschafft wurde, sodass wir diese Digital Making Places, die ja nur an zweite und dritte Phase gehen sollten, bei uns auch ganz gut reproduziert haben und so jetzt entsprechend auch schon Maßnahmen entwickeln können. So selbst Lernmodule, die dann auch im Referendariat eingesetzt werden können. Da ist die enge Kooperation wirklich von großem Vorteil. Darüber hinaus haben wir ganz erfolgreich auch Drittmittelprojekte einzuwerben. Wir haben mit Deformint ein Projekt im großen Kompetenzzentrum MINT, jetzt in der Initiative Lernen Digital des BMBF. Da habe ich auch noch die Projektkoordination abbekommen, die etwas mehr Arbeit ist, als wir ursprünglich gedacht hatten. Aber dadurch haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Puffer. Eigentlich war unser Projekt ja Ende letzten Jahres ausgelaufen, aber dadurch, dass wir relativ erfolgreich Anträge stellen, können wir momentan mit 4 Personen weitermachen. Gut, Ziel ist es bei diesem Projekt, innovative Formate für Lehrkräftefortbildungen zu entwickeln im didaktischen Doppeldecker. Also didaktischer Doppeldecker heißt, vereinfacht gesagt, dass man selbst in diesen Fortbildungen erlebt, was man später mit den Schülerinnen und Schülern einsetzen soll. Auch da ist Nadine mit involviert, ein ganz spannendes Projekt zur Informatik in Klasse 3 bis 6. Sind mit insgesamt 4 Hochschulen dabei, neben Aachen sind noch Gießen, Oldenburg und Potsdam mit am Start. Fokus ist dabei auf der zweiten und dritten Phase, was eigentlich nicht genau die Zielgruppe von unserem Media Lab ist, sondern da ging es anfangs primär um die erste Phase, also ums Lehramtsstudium. Und wir sind jetzt ganz froh, dass wir so im Media Lab im Grunde alle Phasen mitnehmen können. Gut,
ich habe jetzt sehr viel geredet, das war meine Präsentation. Ich könnte jetzt noch auf die Rahmenbedingungen eingehen, auf die Hintergründe, Orientierungsrahmen und Digitalstrategie der Kultusministerkonferenz, aber wenn gerade keine weiteren Fragen sind, würde ich erstmal Nadine noch das Wort übergeben, dass du da anknüpfen kannst. Und, ich habe eine ganz kurze Frage. Gerne. Du hattest vorhin was zu Erklärvideos gesagt. Wie muss man sich die denn vorstellen? Erklärvideos können viele verschiedene Formate haben. Das heißt, ein schönes Format. Von außen finde ich es richtig gut. Wir haben da. Ich kann dir gerne nachher mal noch meine E-Mail-Adresse geben, dann kannst du dich mal melden, dann kann ich dir den Link zu unserem Selbstlernkurs schicken. Wir haben da alles von Legetrick-Videos bis hin zu Animationen über die klassischen Talking-Head-Dinger, wo man dann neben der Präsentation steht und was erzählt. Mhm. Haben wir verschiedene Sachen und erklären dann halt, wie schreibt man ein vernünftiges Skript, was gehört rein und wie nehme ich es am besten auf, wie schneide ich es hinterher zusammen. Und die Studis erklären dann ein Fachthema und erklären, also arbeiten sich da tiefer ein und erklären sich das dann quasi gegenseitig. Schön. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Ja. Und wir sagen auch, das sollte so aufbereitet sein, dass am Ende die Studis in ihrem eigenen Unterricht einsetzen können, wenn sie dann das Praxissemester oder ins Referendariat gehen. Ich würde das sogar auch für die Informatiker sehen, dass das sinnvoll wäre, wenn die in Seminaren nicht immer ein langweiliges Paper schreiben müssen, was ihnen viel schwerer fällt, sondern einfach das inhaltlich auch mal ganz tief erklären würden. Natürlich mit Quellen, aber würde ich auch mal ausprobieren, mit denen das als Prüfung zu machen, wenn wir das dürfen. Das sind dann zum Beispiel so Teile, die in diesem Portfolio, von dem ich eben sprach, bei den Lehramtsstudierenden. Ich glaube, bei Fachstudierenden, würde ich sagen, hat es noch keiner gemacht. Aber bei Lehramtsstudierenden, die machen das schon dann mit der Zielgruppe SchülerInnen. Aber dass sie das Erklärvideo machen. Weil für die Jugendlichen ist das tatsächlich ein ganz verbreitetes Format, sich Informationen in dieser animierten, bunten Darstellung. Natürlich angenehmer zu konsumieren, als einen Text zu lesen. Definitiv. Wir haben das im letzten Wintersemester tatsächlich auch mal explizit mit Nicht-Lehramtsstudierenden gemacht. Es gibt im Bereich nicht-technisches Wahlpflichtfach und so weiter ein Modul, das heißt bei uns Projekt Leonardo, wo dann verschiedene Sachen fachübergreifend gemacht werden. Da haben wir vom Media Lab aus mit denen zusammen ein Modul Wissenschaftskommunikation für die Schule quasi angeboten, wo dann beispielsweise Architekturstudenten mal ein Lernvideo im Sendung mit der Maus-Stil quasi zum Thema Städteplanung gemacht haben, sodass wir dann versuchen, das auch ein bisschen übers Lernen hinauszutragen. Mhm. Aber auch da wir sind noch in einem anderen Projektkontext unterwegs und da geht es auch darum, Inhalte zu vermitteln und wir haben das schon ausprobiert in den Möglichkeiten mit Videos, mit Animator und Co., was man da so machen kann, aber ja, dann noch ein bisschen Expertise und Erfahrung. Ja, noch ein paar ganz spannend. Ich würde jetzt vorschlagen, aufgrund der Zeit mal so ein bisschen schnell durchgehen, dass ihr einfach wisst, womit wir uns beschäftigen. Und wenn ihr dann nur noch Interesse, Nachfragen auch außerhalb von dieser Session jetzt habt, kommt sehr gerne auf uns zu. Mein Blickwinkel auf die digitale Kompetenz, beziehungsweise in unserer Community schon fast verpönt, weil nicht die Kompetenz ist digital, sondern sie ist überdigital. Deswegen reden wir oft von der digitalisierten Welt. Genau, und unser Blick darauf ist wirklich die informatische Bildung. Und ich habe euch hier so ein bisschen mitgebracht, das überspringen wir mal. Warum wir das Ganze machen, wir gehen immer gerne darüber hinaus, was Menschen einfach über Informatik denken. Und wenn man eher Erwachsene oder auch Kinder fragt, sind es natürlich die Geräte. Die Geräte sind so allgegenwärtig, sie liegen hier auf dem Tisch, sie sind bei jedem zu Hause. Das kennen die Jüngsten, also wir fangen in der Grundschule schon an, das erkennen die Jüngsten schon. Und was uns eben wichtig ist, ist, dass wir so ein bisschen von diesem, es ist Magic, ne? Viele Menschen sind ja der Meinung, der Computer macht irgendwas oder der macht nicht, was er will, was ich will meistens. Und dass wir das so ein bisschen aufdecken. Das ist unsere Motivation dahinter. Und zu zeigen, was für uns Informatik ist. Und für uns ist Informatik so ein bisschen, was an die Zeit verzögert, der Schlüssel einfach zu dieser digitalisierten Welt, zu diesen Tools, um die aktiv mitgestalten zu können. Und dahin möchten wir gerne ins Generationen, aber auch die aktuellen noch bringen. Das ist so unsere Idee dahinter. Und genau, was ich mitgebracht habe, ist so ein bisschen, was ist überhaupt informatische Bildung? Jetzt haben wir hier ein bisschen auch verschiedene Hintergründe. Ihr kommt ja nicht so direkt aus der Informatik.
möchte euch einfach mal zeigen, da ist ganz schön viel passiert in den letzten Jahren. Oben sieht man schon Informatik an Grundschulen, sogar an Kitas mittlerweile geht es los. Da gibt es verschiedene Papiere und wirklich wahnsinnig viele tolle Tools. Also sein eigenes, falls ihr in der Schule mal Informatik hattet, Informatikler, das würde ich sagen, nicht mehr vergleichbar einfach mit den Optionen, die es heute gibt. Diese Papiere, Matthias hat es eben schon angesprochen, ein so ein Knackpunkt ist dieses Dachstuhldreieck, das ist das, was ihr da oben seht, gibt es gleich auch nochmal in groß. Und auch die Kultusministerkonferenz, die KMK, hat sich ja in den letzten Jahren auf den Weg gemacht und sich diese Digitalisierung viel mehr vorgenommen, was ja dann dazu geführt hat, dass die Bundesländer das umsetzen müssen. Für mich sind das immer Sachsen und eben NRW, das sind die zwei Bundesländer, in denen ich mich auskenne. Und in diesem allerersten Papier von der KMK war unsere Community ganz schön enttäuscht, weil bei Steuerung F auf Informatik gab es exakt null Treffer. Zum Glück gibt es ja diese Ergänzung dazu, die hat das so ein bisschen ja, wieder geheilt, unsere Wunden, die wir von dem ersten Papier hatten, sodass auch die KMK das jetzt einfach mitdenkt. Und das ist für uns deutschlandweit gesprochen natürlich auch ein Zeichen, dass die Bundesländer sich auf den Weg machen, da entwickelt sich auch ganz schön viel. Dann sind wir immer in dieser Schnittstelle zwischen Medienkompetenz, informatische Kompetenz. Und ich würde sagen, es war ganz lange ein Versus. Es war immer ein Rang um das Fach. Ne? Wer kriegt irgendwie Zeit in der Schule? Das ist das, worum es geht. Und da hat eben dieses Dachstuhl-Dreieck so ein bisschen den Weg geebnet, dass sich die Menschen aus den verschiedenen Communities in Dachstuhl, das ist ein Ort in Deutschland, zusammengesetzt haben und versucht haben, mal zu gucken, okay, lassen wir mal unsere Fächerdomänen außen vor und versuchen einfach zu überlegen, was brauchen die? Insbesondere Kinder und Jugendliche, daran ist es oft ja, angeschlossen. Und dann ging es darum, in der Mitte steht diese digital vernetzte Welt, das ist das, was uns alle bewegt und wie gucken wir da drauf? Und dann sind diese drei Perspektiven entstanden, die gesellschaftlich-kulturelle, die anwendungsbezogene und eben die technologische, die hauptsächlich dann auch die informatische ist. Und dass wir wirklich immer versuchen, das ganzheitlich zu denken. Dass man eben die Hintergründe verstehen muss aus der technologischen Perspektive, wie wir eben gesprochen haben, ne, warum vergisst das Internet nie. Aber man muss natürlich auch erstmal benutzen, anwenden können. Man muss wissen, wie die Sachen funktionieren. Und eben rechts oben auch noch dieses, was macht es mit unserer Gesellschaft, was macht es mit mir, was möchte ich benutzen, wie möchte ich die Tools benutzen. Und genau, das sind so die drei Perspektiven, aus denen wir dann immer auch die informatische Bildung betrachten. Es gibt noch so ein paar Beispiele, das überspringe ich jetzt einfach mal, das ist nur so zur Verdeutlichung, wie diese Perspektiven funktionieren. Immer so von Schülerinnenfragen ausgedacht. Da hatte mich zum Beispiel mal jemand gefragt, ne, was das denn soll mit diesen sicheren, komplizierten Passwörtern. Wer würde sich denn vor so einem PC setzen und sein oder ihr Passwort da versuchen einzugeben? Und da ist mir erst klar geworden, was für ein Bild von Hacking dieses Kind hatte und auch viele Erwachsene noch haben, was wirklich ganz anders ist, als wir das uns vorstellen. Genau, deswegen haben wir so praktisch diese Schülerinnenfragen genommen und sind davon ausgehend dann, naja, wartest du bitte? Mal hier ist das Teil. So, genau, bei KI geht das natürlich auch super. Das ist auch in unserem Alltag angekommen. Da gibt es auch viele Fragen der Kinder und Jugendlichen zu. Das sind so diese Dachstuhlperspektiven, die man also mit allen möglichen Fragen machen kann. Und das machen wir dann auch oft in der Lehre, dass sie selber so eine Frage in den Mittelpunkt schreiben und dann mal die Perspektiven darauf beleuchten. Und das kann man praktisch zu fast allem, was irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat, tun. Ja, ihr habt eben schon gesagt, diese KMK-Strategie, die hat wirklich nochmal alle Bundesländer aufgerüttelt. Diese Medienkompetenzrahmen NRW heißt es bei uns. In Sachsen heißt es Medienbildung und Digitalisierung der Schule und in allen anderen Bundesländern wird es auch so ähnlich noch heißen. Aber es war schon einfach ein wichtiger Schritt in diese Richtung. So, Details dazu, das würde ich jetzt auch einfach mal überspringen. Hier sieht man mal den aus NRW. Ich würde sagen, der ist schon ja, einfach sehr strukturiert. Das ist so eine Tabelle mit sechs Bereichen. Und für uns ganz spannend, dieser letzte, der ist auch später zusätzlich hinzugekommen und der heißt Problemlösen und Modellieren. Passt ja auch so zu den Zukunftskompetenzen, über die wir eben gesprochen haben. Und das steckt so dahinter. Das sind diese Teilkompetenzen, die ihr da rechts nicht lesen könnt, einfach nur nochmal großgezogen, worum es da so geht. Man sieht, da ist noch nicht so viel KI jetzt mit drin. Das ist halt vorher entstanden, bevor die große KI-Welle kam. Das könnte sicherlich sich in den Jahren jetzt auch noch mal ein bisschen anpassen. Das wird da natürlich auch noch mal eine besondere Bedeutung haben. Aber so in die Richtung soll das Ganze da gehen. So, genau, Medienbildung und informatische Bildung definieren.
Was ganz spannend ist, wir gucken immer natürlich auch in andere Länder, da ist vor allem Großbritannien recht weit vorne, die haben ein Fach ab der ersten Klasse zum Computing, auch ganz viele Initiativen, natürlich auch aus den USA. Auch die Schweiz ist da mit dem Lehrplan 21 einen großen Schritt gegangen, die haben ein Fach Medien und Informatik gegründet, das tatsächlich schon ab dem Kindergarten startet. Also die haben wirklich so ein durchgängiges Konzept. Wir in Deutschland bzw. in den anderen Bundesländern haben eher so einen Flickenteppich. In manchen Klassen gibt es was, in manchen Bundesländern gibt es was, in anderen wieder nicht. Und das ist die Deutschlandkarte, wo wir im Moment so stehen. Das heißt, die Gesellschaft für Informatik erhebt jedes Jahr neu, wie steht es um die informatische Bildung in den Bundesländern. Und dass diese Karte jetzt schon so orange bis grün und kaum noch rot, ein ganz kleines Eckchen rot, in Bremen gibt es noch, aber auch das wird sich bald umfärben. Das ist natürlich schon ein toller Fortschritt. Das heißt, in allen Bundesländern gibt es irgendwie informatische Bildung in der Schule. Natürlich wünschen wir uns, dass insbesondere diese orange leuchtenden Bundesländer dann noch ein paar Schritte sich nach vorne bewegen. Aber grundsätzlich ist da viel in Bewegung in den einzelnen Bundesländern. Einfach so als ein paar Schlaglichterbeispiele. In Sachsen ist eine Besonderheit, dass es wirklich in der Grundschule in der vierten Klasse einen ganz expliziten Pflichtlernbereich gibt, der im Fach Werken, das ist ein bisschen was Spezielles, was es nur in Sachsen gibt, im Fach Werken eben alle Viertklässlerinnen und Viertklässler besuchen. Und der heißt Begegnung mit Robotern und Automaten, so nennen sie das in Sachsen. Und wenn man da in diesen Lehrplan reinguckt, da sieht man, da steckt wirklich schon Informatik drin. Also sie müssen sich mit Eingabeverarbeitung, Ausgabe, wie funktioniert das überhaupt mit der Datenübertragung? Immer eben am Beispiel von Robotern, aber könnte ja natürlich auch jedes andere Informatiksystem sein. Und es wird tatsächlich auch schon programmiert. Also die fangen da in der vierten Klasse mit einer einfachen Programmierumgebung eben schon an zu programmieren. Ja, und das, ich fange jetzt ein bisschen schnell, das grün leuchtende Bundesland da oben, das ist Mecklenburg-Vorpommern, die sind so ein bisschen... Das Vorbild des Saarlandes ist jetzt nachgezogen, waren bis vor kurzem eben das einzige Bundesland, das wirklich so eine durchgehende informatische Bildung von der 5. bis zur 10. Klasse hat. Und genau, haben da auch definiert, was sie sich da alles drunter vorstellen, was da unterrichtet werden soll. Drüber. Die Dokumente sind immer alle öffentlich einsehbar. Also wenn das jemand interessiert, was so in den verschiedenen Bundesländern oder im eigenen gemacht wird, kann man die immer alle selber abrufen. Was auch wirklich toll ist, passt auch zu Matthias' Gedanken, eben was die Materialien angeht, in Mecklenburg-Vorpommern, die haben einen öffentlich zugänglichen Bildungskörper, also auch für Lehrkräfte anderer Bundesländer oder andere interessierte Eltern, was auch immer, können da wirklich frei auf die Materialien zugreifen. Das ist natürlich super. Also so ein Pool an Material, würde ich sagen, hat jetzt kein anderes Bundesland für Informatik, wie Mecklenburg-Vorpommern. Und dann haben wir noch Nordrhein-Westfalen. Das ist eines der Bundesländer, die schon ganz lange informatische Bildung in der Oberstufe intensiv betreiben, also wo man Grundkurs und Leistungskurs wählen kann. Genau, ich spreche jetzt auch mal drüber, was man da genau macht. Das ist, glaube ich, für euch nicht so interessant. Kann man sich auch natürlich alles frei anschauen. So, einfach mal zeigen, die Bundesländer sind da unterschiedlich unterwegs. Legen auch unterschiedliche Schwerpunkte. Sachsen, wie gesagt, die fangen sehr früh an. Ja, und was dann daraus geworden ist, dass sich die Bundesländer auf den Weg machen, ist natürlich einerseits, dass wir Lehrkräfte brauchen, um diese Kompetenzen, ob jetzt in einem Fach Informatik oder digitale Welt oder Informatik und Medienbildung, wie auch immer, zu unterrichten, und haben dann angefangen, in einem GI-Arbeitskreis informatische Grundkompetenzen für alle Lehrkräfte zu definieren. Also auch für die Nicht-Informatik-Lehrkräfte, das also in vielen Diskussionsrunden herausgearbeitet, was sind so die Basis, die jeder Mensch, egal ob er oder sie später was mit Informatik machen möchte oder nicht, eben verstanden haben sollte, um in unserer digitalisierten Welt zu leben. Ja, so viel zu den doch sehr umfangreichen Rahmenbedingungen, die es gibt. Und jetzt waren das viele Forderungen und Ideen, und ich möchte euch jetzt einfach noch ein paar Inspirationen, Lösungsansätze zeigen, wie das Ganze geht. Prinzipiell stellen sich für uns immer 5 große Herausforderungen. Das eine ist die technische Ausstattung. Wir müssen die Lehrkräfte aus- und fortbilden. Wir brauchen irgendwie Rahmenvorgaben, damit man überhaupt weiß, was ist das Ziel, wo soll es hingehen. Wir brauchen Zeit im Unterricht, um das Ganze umzusetzen, und eben die passenden Lernmaterialien.
Das finde ich ist auch relativ übertragbar in Hochschulen. Das denke ich auch. Ja. Ja, denke ich. Ja, bei der technischen Ausstattung, da gibt es natürlich eine ganz einfache Antwort drauf. Den Digitalpakt Schule, den es vor einigen Jahren gab, ist gerade gesehen, ist auf die zweite Version oder die zweite Auflage dessen erwartet. Da wurde ja relativ viel, weiß überstreitend, aber Geld in die Schulen reingespült, um eben Informatiksysteme anzuschaffen. Die Hoffnung, dass es solche ist, aber kreativen, da oben rechts seht ihr so ein Multitouch-Display, auf dem die Kinder dann gemeinsam ein Lernspiel spielen und links ist Roboter, so ein Mikrocontroller. Im Grunde wurde das Geld des ersten Digitalpakts aber hauptsächlich erstmal für die Grundausstattung genutzt, weil die Schulen natürlich rein mit Tablets und Laptops noch nicht so ausgestattet waren, dass das andere on top kommen konnte, zumindest die wenigsten Grundschulen das waren. Aber jetzt haben wir zumindest die Grundausstattung und vielleicht mit dem Digitalpakt 2.0 kommt dann ja auch noch das andere dazu. Wir haben ein Klassenzimmer der Zukunft aufgebaut in Dresden. Wir können euch die Präsentation noch nachher rumschicken, dann kann man sich die mal selber angucken. Also wir haben so eine 360-Grad-Rundum-Tour gemacht, um vorzustellen, was wir da benutzen. Und wir benutzen klassische Systeme, Tablets, Laptops, aber eben auch diese Multitouch-Displays, die gibt es da auch in groß, wenn auch Erwachsene verwenden, drumherum stehen, Lernspiele spielen, VR-Brillen, die 3D-Drucker, Laser-Cutter und verschiedene Robotiksysteme, wie das bei uns. Und das ist jetzt das Bild von dem Labor in Dresden, was auch einfach ein anderes Bild von dem Lernraum ist. Es ist ein Lernraum an der Universität, in dem die Lernstudierenden dann auch unterrichtet werden, wo man einfach die Tische umstellen kann, wo man das flexibel umgestalten kann, sodass es zum Lernsetting passt und nicht eben einen vorgegebenen, manchmal sogar fest montierten Computerraum oder sowas benutzen muss. Also wir hoffen damit auch so ein bisschen die Hochschullehre ja, zum Umdenken oder zu neuen Prioritäten zu bewegen. Genau. So sieht das Ganze dann aus in diesem Lernraum oder in dieser Tour, wenn ihr euch das anschaut, der euch das dann mal näher anschaut, da kann man diese Sachen, diese Pluszeichen da anklicken, dann zoomt man da so rein. Auch das ist sowas, was man mit so 360-Grad-Kameras dann ja, herstellen kann. Vielleicht ein Lernsetting darüber kommunizieren kann. Über die Multitouch-Displays habe ich gerade schon gesprochen. Das ist ein Werkzeug, wo auch Matthias für viel dran geforscht hat, was wir als neues Potenzial für kollaboratives Lernen sehen. Weil oft wird halt, werden digitale Geräte dann eingesetzt, dass ein Kind einen Laptop oder ein Tablet oder so. Und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja gar nicht, dass sie da nur einzeln dran lernen, sondern dass sie kollaborieren. Hier ist das Spannende, sie kollaborieren sich an einem Gerät. Nicht online über irgendwie eine Kollaborationsplattform, sondern direkt an einem Gerät und diskutieren das. Und das sind zum Beispiel so Lernspiele, die wir ja, selber entwickelt haben, können wir gerne mal ausprobieren. Und nach dem Multitouch-Lernspielen kam für uns ein bisschen die VR-AR-Zeit, dass wir dafür Lernspiele entwickelt haben. Das ist zum Beispiel ein solches, was auch selbst entwickelt ist. Das simuliert einen Router. Man ist also praktisch in einem Home, also in einem Router bei euch zu Hause und lernt, wie da die Datenpakete übertragen werden. So gerichtet ist es an Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe 1, also so 8. bis 10. Klasse. Aber wir spielen es auch mit Studierenden manchmal, dass die genau das auch nochmal nachspielen können. Wie funktioniert das überhaupt mit den IP-Adressen und dieser Zuordnung? Und woher weiß denn jetzt so ein Foto, auf welchem Handy bei wem es dann am Ende landen soll, wenn man es per WhatsApp oder so verschickt? Ja, die Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung. Das ist was, womit wir uns natürlich an den lehrerbildenden Hochschulen sehr stark auseinandersetzen und mit einem ganz großen Problem, und das wächst in den Jahren leider immer größer, wir haben zu wenig Menschen, die sich dafür interessieren. Das ist ein ganz massives Problem, das hatten wir schon immer in Fächern wie Informatik, Physik, Elektrotechnik, jetzt haben wir es noch in noch mehr Fächern, noch nicht ganz in allen, würde ich sagen, aber das ist einfach ein Riesenproblem, dass der Lehrerberuf nicht genug Nachwuchs hat, es fällt jetzt schon wahnsinnig viel aus und da müssen wir Ideen entwickeln. Wir brauchen neue Konzepte. Lehramtsstudium in der Regel Bachelor, Master, 10 Semester plus danach noch 1,5 bis 2 Jahre. Es ist einfach ein wahnsinnig langer Weg, bis die Leute dann vor den Kindern stehen und manchmal leider auch merken, dass es nicht das Richtige für sie ist. Genau, deswegen, ja, wir brauchen noch Fortbildung. Da müssen wir einfach wirklich dran arbeiten. Ja, die Rahmenvorgaben, da haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das vielleicht einfach auch für euch nochmal interessant. Es gibt von der Gesellschaft für Informatik
Empfehlungen für die informatische Bildung von der Grundschule bis zum Abitur, auch fürs Studium so gerne, wo wirklich aufgeschrieben ist, was die Gesellschaft für Informatik sich wünscht, was die Kinder und Jugendlichen können sollen nach den verschiedenen Klassenstufen. Kann man sich also alles ganz genau, Freya, es reicht jetzt, kann man sich also alles ganz genau anschauen. Genau, da steht ganz viel drin zur informatischen Bildung, was man da alles so lernen soll über Automatisierung, Digitalisierung, Informatiksysteme. Das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr genau mal Zeit habt oder euch das interessiert. Und dann am Ende möchte ich euch einfach noch so ein bisschen Einblick geben, wie man das Ganze jetzt umsetzen kann und was es da einfach für wirklich tolle Tools gibt mittlerweile. Es gibt einerseits Unplugged-Ansätze, das heißt ganz ohne Informatiksystem. Wir knobeln, rätseln, zaubern mit den Kindern. Das sind also ein bisschen Art Logikrätsel, die die Kinder da machen. Sie spielen selber einen Roboter, sie vergleichen sich zu einem Roboter mit irgendwelchen Pappschachteln um sich rum und programmieren sich dann mit Befehlen wie einen Schritt vor, nach links drehen und so weiter. Das haben wir gemeinsam mit anderen Unis, mit dem Schulministerium damals viel entwickelt. Da gibt es also schon ganz viele Ansätze, auch für Grundschulen, die zum Beispiel einfach noch nicht die technische Ausstattung haben. Aber wenn man die Kinder fragt, was macht am meisten Spaß, das sind natürlich die Plugged-Ansätze, also die, die mit Technik arbeiten, die entweder Software einsetzen oder auch Hardware einsetzen. Und da gibt es wirklich super viele tolle Tools, die man mit Kindern ab 6 Jahre, würde ich sagen, aufwärts super gut anwenden kann. Manche wie Scratch Junior oben ist eine kostenfreie App fürs Tablet, die ist sogar ganz ohne Sprache, also auch wenn man Kinder hat, die vielleicht verschiedene Muttersprachen sprechen oder so, da kann man wirklich nochmal alle mit abholen und das wirklich kleine Roboter programmieren auf ganz kostenlose Art und Weise. Ja, und auf der anderen Seite aber natürlich auch noch, wenn man das Geld hat oder sich das ausleihen kann, die Roboter, die man dann programmieren kann. Guck mal, Freya, wer ist das? Die Biene, ne? Das ist nämlich Freyas Lieblingsroboter. Das ist eine kleine Biene, die ist einfach nur so für sich, also ist kein Tablet oder irgendwas bei. Die hat einfach auf ihrem Rücken ein paar Tasten. Damit sind wir wirklich schon in der Kita unterwegs. Und dann gibt's so, steigert sich das so ein bisschen, wie viel man mit den Robotiksystemen machen kann. Da unten rechts ist eins mit so Holzbefehlen, die man in dieses Programmierbrett setzt und dann den kleinen Roboter losfahren lässt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Ja, hier könnt ihr das jetzt mal sehen, wie dieser Roboter da programmiert wird und dann einfach über so ein Feld losfährt. Ne? Der Cubetto ist das. Ja, das wäre los. Oder da drüben, das sind Dash und Dot, die schneiden bei den Kindern auch immer sehr gut ab, weil die einfach unglaublich niedlich aussehen, die dann aber mit einem Tablet programmiert werden. Also gibt es wirklich für jede Stufe, für jede Altersstufe und für jeden Geldbeutel, das muss man immer dazu sagen, die sind natürlich nicht kostenlos, wobei es tatsächlich auch schon viele Stellen gibt, wo man sich solche Sachen auch ausleihen kann als Schule oder als Einrichtung, das Ganze nutzen kann. Genau. Da ist nochmal die Biene. Da ist nochmal die Biene, ne? Wie die losfährt. Und das war Tata Lab. Also da ist wirklich wahnsinnig viel entwickelt worden in der letzten Zeit. Ja, und wir gebastelt mit den Kindern, ne? Das ist eine Stadt, wo die Biene herumfährt und das Ganze programmiert werden kann. Da gibt es auch noch für Ältere die ganze Lego-Sparte, die man da machen kann. Dieser Humanoide, den setzen wir auch gerne ein, um auch darüber zu diskutieren, wie wollen wir, dass so humanoide Roboter in Zukunft mit uns leben, helfen und unser Leben mitgestalten. Wie gesagt, ganz viel hinter den Sachen stecken immer links, wenn ihr später Interesse habt, klickt gerne mal drauf, schaut euch die Sachen an. Gibt auch eine, leider jetzt schon ein bisschen ältere, aber so eine Expertise, wo wir die Sachen mal verglichen haben, sodass die Lehrkräfte auch ein bisschen oder die Erzieherin ein bisschen Chance haben zu wissen, was von diesem riesigen Pool ist denn jetzt das Richtige für uns, was wollen wir uns denn vielleicht anschaffen. Ein Instrument, was in Deutschland sich sehr verbreitet hat, ist der Calliope Mini. Das ist so ein sternförmiger Mikrocontroller, der noch recht bezahlbar ist und deswegen wirklich in vielen Schulen mittlerweile vorhanden ist. Zielgruppe ist so 3. bis 6. Klasse. Kann man auch dann mit so einem Editor ganz betriebssystemunabhängig programmieren, sodass man wirklich möglichst viele Menschen dann damit erreichen kann. Ja,
Achso, das war die letzte Folie. Dann, genau, vielleicht dann noch abschließend, wir stellen zu solchen Sachen eben kostenfrei Bildungsmaterialien zur Verfügung als Open Education Resources, sodass jeder, egal ob es eine Lehrkraft ist, die es im Unterricht machen möchte, in der AG, im OGS-Bereich nachmittags oder auch einfach Eltern, die Lust haben, das mit ihren Kindern zu machen, ja, darauf zurückgreifen können und das Ganze ausprobieren können. Und das ist so unser hoffentlich Beitrag zur informatischen Bildung im ja, deutschsprachigen Bereich. Und genau, freuen unsere Fragen, Ideen und wie gesagt auch gerne einfach im Nachgang oder weitergeben an jemanden, den ihr kennt, den es vielleicht interessieren würde. Das würde uns sehr freuen. Habt ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen noch dazu? Sehr spannend, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann nicht denken. Gut, dann haben wir jetzt noch 4 Minuten verbleibende Workshop-Zeit. Das heißt, wenn noch irgendwelche Fragen insgesamt aufgekommen sind oder ihr Feedback für uns habt, war das ein Format, wie ihr es erwartet habt, hätten wir irgendwas anders machen sollen, wenn wir das nochmal anbieten, was sollen wir anders machen? Wir sind für euch jedes Feedback offen. Also so ganz intuitiv, also mir hat es gut gefallen, spannende Inhalte, der zweite Teil besonders, könnte man sogar umdrehen. Und ich fand das jetzt irgendwie ein bisschen greifbarer. Ja genau, erst den Input, ich fand das vom Input her sehr greifbar und das hat dann im Kopf noch ein bisschen mehr gearbeitet, was das thematisch so alles betrifft. Ja, mein Auto. Gut, dankeschön. Das Auto hat Augen. Das Auto hat Augen? Weil wir sind ja hier auf der GI-Jahrestagung. Wenn ihr selber oder auch irgendjemanden kennt, innerhalb der GI gibt es zu diesen Themen auch verschiedene Fachgruppen oder Arbeitskreise. Also wenn da Leute aus eurem Standort oder Bundesländern oder so aktiv werden wollen, sind immer alle herzlich eingeladen. Das ist also alles, sind offene Gruppen, die noch neue Mitglieder aussuchen. Lust haben, daran teilzunehmen. In Jena hat die starke Lehrkräfte gegeben. Ja, an der Uni, ja. Ja. Spannendes Format, auch mit dem Hybriden. Ich wäre gerne da gewesen, passte zeitlich nicht. Also vielen Dank für den Workshop und ganzen Input. Ich werde mich wahrscheinlich dann im Nachgang nochmal bei euch melden. Ja, sehr gerne. Ja, ich fand es auch sehr spannend und vielfältig. Ich muss jetzt erst nochmal sortieren, was ich alles wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wer war das jetzt mit dem Graphic Recording? Das fand ich sehr schön, dass da die Inhalte grafisch halt mit Text dargestellt wurden. Ja. In groß irgendwo mit aufstellen oder so als Ergebnis. Ja. Ja. Wir gucken mal, inwiefern wir das hinterher veröffentlichen können über die Plattform. Ansonsten gerne bei uns melden, dann machen wir es per E-Mail. Also vielleicht für euch zur Info noch, wir haben keine Teilnehmerliste oder so bekommen. Wir wissen also nicht, wer ihr seid oder wussten nicht, wer überhaupt kommt. Deswegen, wer gerne möchte und vielleicht das Foto und die Präsentation zum Nachgang, kann vielleicht entweder ihr gleich hier so die Mailadresse oder ihr in den Chat schreiben, falls ihr doch in den Chat schreiben dürft. Ansonsten vielen Dank für die Teilnahme. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, meldet euch einfach bei uns. Ihr seht schon, die ersten E-Mail-Adressen tauchen im Chat auf. Wir notieren uns das gleich und melden uns dann noch im Nachgang. Gut. Es war sehr gut, denn ohne euch wäre das auch nicht so interaktiv und spannend geworden, muss ich sagen. Ja, und es hat hybrid besser funktioniert als vorher erwartet. Ja, ich auch. Danke für die aktive Teilnahme auch online. Oh, super, dass ihr so Karten habt. Ich dachte immer, die sind total unnötig. Aber jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Game Changer. Sehr schön. Gut. Dann, Dankeschön. Dann hat so viel Spaß in Wiesbaden und danke. Danke.